Stabes. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm, liebe Gäste hier vor Ort, ich begrüße Sie herzlichst zu der zweiten öffentlichen Veranstaltung des Bundesverbands der Betreiber medizinischer Versorgungszentren und erlauben Sie mir kurz BBMV. Unter der Überschrift MVZ, unverzichtbare Pfeiler einer nachhaltigen Medizin 2.0, wollen wir in den nächsten Stunden uns unterschiedlichen Aspekten dieses facettenreichen Themenfeldes widmen. Wir beleuchten die aktuelle Kontroverse zum Themenkomplex Private Equity im Gesundheitswesen, die dahinterstehenden Probleme wie der Bedarf an Kapital und ausreichende Finanzierung zur Sicherung und Modernisierung von medizinischer ambulanter Infrastruktur, wie beispielsweise neue diagnostische Geräte, digitale Technik, aber auch Immobilienmodernisierung. Natürlich lassen wir auch gesellschaftliche und soziale Faktoren mit einfließen. Zum Beispiel Stichwort Wandel des Arztberufes, Fachkräftemangel, aber auch neue Anforderungen oder sagen wir mal so neues Anspruchsverhalten von Patientinnen und Patienten im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Jessica Hanneken und ich darf Sie und vor allen Dingen die Expertinnen und Experten in den nächsten Stunden als Moderatoren begleiten. Lassen Sie mich einen ganz kurzen Überblick geben, was Sie heute erwartet und vor allen Dingen, worauf Sie sich freuen dürfen. Wir haben die Veranstaltung tatsächlich in sogenannte drei Blöcke geteilt. Das ist eigentlich total schön. Wir haben Part 1, Part 2 und Part 3. Und wir fangen gleich an mit drei Impulsvorträgen, quasi als Warm-up und als Einstieg in unseren heutigen Tag. Im zweiten Teil von 14 bis 15 Uhr erleben Sie vier Praxisbeispiele, wie innovative, digitale und vor allen Dingen nachhaltige Medizin in MVZ-Gruppen bereits heute gelebt und praktiziert wird. Wir haben eine Pause von 15 bis 15:30 Uhr und das bedeutet gerade für die Gäste vor dem Bildschirm, ja, stehen Sie auf, bewegen Sie sich, denn Sie können einmal dieses kleine quadratische Feld verlassen. Punkt 15:30 Uhr geht es dann mit einer politischen Podiumsdiskussion fort. Und ich freue mich da sehr drauf, denn wir werden MDBs sowohl aus der Regierungsfraktion als auch aus der Opposition hier haben und mit Ihnen in die finale Runde starten. Ich betone es nochmal, jetzt auch als Hinweis für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, aber auch für insbesondere an dem Bildschirm. Sie können gerne Fragen stellen, das ist per Chatfunktion möglich. Ich sage im Nachhinein noch einmal genau, wie es funktioniert. Jetzt darf ich aber nunmehr an Frau Sibylle Stauch-Eppmann übergeben. Und zwar darf ich Sie in zweierlei Hinsicht begrüßen. Sie ist nämlich zum einen Vorstandsvorsitzende des BBMV und auch unsere heutige erste Impulsgeberin. Frau Stauch-Eppmann, Sie sind nicht nur Vorstandsvorsitzende des BBMV, sondern auch Vorstandsmitglied des Bundesverbandes medizinischer Versorgungszentren, kurz BMVZ. Frau Müller, die Geschäftsführung, ist heute auch zugegen. Wir werden gleich noch einmal darauf zurückkommen. Sie sind aber auch noch CEO bei Orteum, einer MVZ-Gruppe, die sich insbesondere im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie sozusagen die Versorgung mit leistet. Frau Stauch-Eppmann, ich würde gerne noch eine Besonderheit bei Ihnen herausstellen, weil ich das ganz toll finde und ich hoffe auch, dass Sie diese Begeisterung mit mir teilen. Seit dem 1.4. sind Sie nämlich Aufsichtsratsmitglied bei Amedis, einem Labordienstleister. Und wie wir alle wissen, in der Diskussion, in der gesellschaftlichen, befürworten und wollen wir Frauen in solchen Führungspositionen. Von daher herzlichen Glückwunsch zu diesem Amt. Jetzt wird es ja ganz politisch. Ja, ja, natürlich werden wir. Es ist Ihre Bühne. Dankeschön. Danke, Frau Hanneken. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dastig, sehr geehrter Herr Dr. Heinz, wir freuen uns, Sie als prominente KV-Vertreter auch hier heute begrüßen zu dürfen. Die MDBs, wie wir vorhin gehört haben, kommen erst später, weil es jetzt noch andere politische Anhörungen gibt. Wir freuen uns darauf sehr. Liebe Mitglieder des BBMV, sehr geehrte Zuschauer im Livestream. Ich freue mich sehr, Sie heute hier, und das ist eine kleine Korrektur, Frau Hanneken, zu unserer ersten offiziellen öffentlichen Veranstaltung in Präsenz begrüßen zu dürfen.
Unsere Gründungsidee liegt mittlerweile fast 3 Jahre zurück und vor circa 2,5 Jahren haben wir also die Arbeit im BBMV aufgenommen. Auch an Herrn Nahrung hier, unseren Geschäftsführer, schon jetzt ein herzlicher Dank. Ohne ihn wäre diese Veranstaltung gar nicht möglich gewesen. Und auch unsere zwei studentischen Hilfskräfte, oder nicht Hilfskräfte, sondern Mitarbeiter, ganz starke Mitarbeiter. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal und allen ein herzliches Willkommen. Als BBMV, und das war auch die Gründungsidee vor 3 Jahren, die Herrn Schajan und mich dazu bewogen hat und mit einigen Mitstreitern, wir waren 8 an der Zahl, mit uns gerechnet, der BBMV steht für eine breite Trägervielfalt und die bestmögliche Versorgungsqualität im ambulanten Gesundheitssektor. Unsere Mitglieder betreiben haus- und fachärztliche MVZ-Gruppen, die zur Finanzierung private Kapitalpartner im Hintergrund haben. In der Vergangenheit wurde bei dem Thema MVZ und deren Träger bzw. Mitinhaberschaft häufig nur über uns gesprochen, kaum oder eigentlich nie mit uns. Bedauerlicherweise auch nicht immer sachlich. Wir wollen eine ehrliche und sachliche Diskussion und legen Wert darauf, dass alle Argumente gehört werden müssen und dass alle Sichtweisen ihre entsprechende Darstellung erfahren. Als BBMV treten wir somit dafür ein, die Debatte zu versachlichen und auf das Wesentliche zu lenken. Wir können alle die Teilnehmer oder wollen alle Teilnehmer im ambulanten Bereich, an der vertragsärztlichen Versorgung also, alle Teilnehmer, alle Interessensvertreter der Politik, der Selbstverwaltung, der Kammern, der Berufsverbände und auch der Kostenträger zusammenbringen und am liebsten in eine Qualitätsdebatte einsteigen lassen. Denn da sehen wir wirklich den Mehrwert für den Patienten. Die Diskussion über MVZ ist nämlich vieles, aber nicht patientenorientiert, auch wenn das oft vorgeschoben wird. Zwar wird immer mit dem Argument einer angeblichen Gefährdung der Versorgungssicherheit zulasten von Patientinnen und Patienten Stimmung gegen MVZ-Gruppen gemacht, aber Beweise dieser vielen Behauptungen haben wir bislang nicht gesehen. Die Smoking Gun, wie es Ihr Kollege oder Ex-Kollege Herr Plassmann beim 3. Versorgungsforschungstag im letzten Jahr sagte, also diese harten Beweise für solche Vorwürfe fehlen den Kritikern. Und 17 Jahre nach Einführung der MVZs in die vertragsärztliche Versorgung würde man Verwerfungen schon festgestellt haben. Aber im Gegenteil. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Auftragsgutachten, die sich mit MVZ und Investoren beschäftigen. Keines davon hat bislang einen entsprechenden Nachweis gebracht, zumindest nicht, wenn man sich die Gutachten mal im Detail anschaut und nicht nur die zugehörigen Pressemitteilungen. Das jüngste Beispiel des IGES-Gutachten im Auftrag der KV Bayern ist hier ein prominentes Beispiel. Unter allen Gutachten sticht aber unserer Meinung doch eines hervor, und das ist das Gutachten, welches das BMG, also unser Bundesministerium für Gesundheit, in Auftrag gegeben hat und von Herrn Professor Ladurner, Frau Professor Walter und Frau Professor Jochimsen erstellt wurde. Es ist, wenn man so will, in seiner Anlage schon objektiv, und die Gutachter beschäftigen sich sachlich mit einer sehr breiten Palette an Fragen und Regulierungsaspekten. Ihr Fazit: Es gibt viele Stellen, an denen der Rechtsrahmen für MVZ angepasst oder vielleicht auch nachgebessert werden muss. Und das fängt an bei der Stellung des ärztlichen Leiters. Es geht um die Transparenz für, betont, alle Träger und Inhaber. Einheitliche Zulassungsregelung in all ihrer Kollegenschaft, in allen KV-Bereichen. Und auch einfache Beteiligungsmöglichkeiten für Ärztinnen und Ärzte. Was aber demnach ausdrücklich nicht angepasst werden muss, ist die einschränkende Regulierung einzelner Träger oder Inhaber. Leider wird das von vielen Kritikerinnen und Kritikern an MVZ-Gruppen mit Inhaberschaft privater Kapitalgeber gerne überlesen. Ein Beispiel, das ich dafür nennen möchte, ist die Begründung des Antrags der Bundesländer Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zur Gesundheitsministerkonferenz vom 5. November 2021. Oder auch prominente TV-Berichte, die noch nicht mal dieses Gutachten erwähnen.
Es gibt also auf Basis des BMG-Gutachtens genug zu tun und gerne auch zu diskutieren, um den Rechtsrahmen für MVZ weiterzuentwickeln und darüber hinaus die Versorgung sicherzustellen. Warum wird dann aber fast nur über Träger bzw. Inhaberschaft gesprochen? Herr Dastich, Sie haben ja auch den Titel Ihres heutigen Vortrags so gewählt. Da werden wir sicherlich noch einiges erfahren und dann hoffentlich auch ganz offen und vielleicht auch kontrovers darüber diskutieren, Trägerschaft. Ich freue mich, Sie heute hier als Vorsitzende der KV Hessen also begrüßen zu dürfen und auch wirklich mit Ihrem Beitrag in die Diskussion einsteigen zu lassen. Bei so mancher Äußerung von berufsständischen Vertretern haben wir nämlich den Eindruck, dass es weniger um die Versorgungssicherheit oder um die Patienten wirklich geht, als vielmehr um, ich sage mal, Machterhalt, Machtdynamik, Zusammensetzung von Institutionen, Kammern und vielleicht auch um unliebsame Konkurrenz. Denn wenn es um die Patientinnen und Patienten gehen würde, dann würden wir in einer Diskussion um Qualitätswettbewerb stehen. Wir würden gemeinsam überlegen, wie Rahmenbedingungen geschaffen werden können, die die Stärken einer jeden Praxisform zum Tragen bringen. Im stationären Sektor hat man sich ja da schon vor Jahren damit beschäftigt, im ambulanten ist es noch zu vermissen. Stattdessen werden Pressemitteilungen produziert und Tendenzberichterstattungen Vorschub geleistet, die mit Schlagworten und negativen Assoziationen arbeiten und letztlich die Patienten mehr verunsichern als für die Allgemeinheit, ich sage mal, Aufklärung zu leisten. Spekulanten greifen nach Arztpraxen, Finanzinvestoren treiben Behandlungskosten oder auch sehr schön Heuschrecken fliegen auf Hamburger Arztpraxen. Und wissen Sie, was mich an so einer Berichterstattung am meisten irritiert? Wenn argumentiert wird, dass bestimmte Träger- oder Inhaberformen eine schlechtere Versorgung für Patientinnen und Patienten aus Renditegründen in Kauf nehmen, dann unterstellt man eigentlich implizit den angestellten Ärzten, also den Leistungserbringern, den wahren Leistungserbringern, die am Patienten hier arbeiten, ein geringeres Berufsethos beziehungsweise auch eine schlechtere Arbeit. Und das ist der eigentliche Skandal hinter dieser Diskussion. Denn das ist absurd und anmaßend in unseren Augen. Insbesondere, wenn solche Vorwürfe von den eigenen Standesvertretern in Ärztekammern oder eben auch der KV oder von Berufsverbänden kommen. Aber viele steigen dann nicht so tief in die Diskussion ein, was wir aber an dieser Stelle tun möchten. Es ist höchste Zeit, in unseren Augen diese Diskussion, die sich nur auf Träger und Inhaberschaft konzentriert, hinter uns zu lassen. MVZs als Praxisorganisationsform in den Mittelpunkt zu stellen, mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir alle im Gesundheitswesen stehen. Und aus unserer Sicht bringen MVZ-Gruppen große Potenziale und Vorteile mit sich. Wir sind gut aufgestellt, um für eine sichere Patientenversorgung zu stehen. Wir werden das später in Ansätzen hören, beziehungsweise in den Vorträgen unserer Mitglieder, wie Frau Hanneken schon eingeleitet hat. Wir bekommen Einblicke in ihre wertvolle Arbeit. MVZ-Gruppen bringen durch ihre Organisationsstruktur, ihr arbeitsteiliges Vorgehen und allein auch durch ihre Größe bestimmte Vorteile, unter anderem im Hinblick auf Digitalisierung, eine sehr große Herausforderung, vor der wir vor allen Dingen im ambulanten Bereich stehen, bei der Versorgung in ländlichen Regionen, durch Zweigpraxen, durch Rotationsmodelle und auch durch telemedizinische Angebote. Alle unsere Mitglieder engagieren sich sowohl in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung als auch in der beruflichen Fortbildung oder Ausbildung. Sie haben umfassende Compliance- und Verhaltensregelungen, ein professionelles Qualitätsmanagement, achten auf leitliniengerechte Behandlung, haben ärztliche Beiräte eingerichtet und beschäftigen natürlich auch Hygienebeauftragte und entsprechende auch Arbeitssicherheitskräfte, was man alles für ein professionelles Unternehmen braucht. Bei Fragen der Digitalisierung sind MVZ-Gruppen sehr gut aufgestellt. Als mittelständische Unternehmen sind sie sowohl im Cybersecurity-Bereich aktiv, beziehungsweise müssen sich dem wappnen oder dem entgegensetzen und haben eigene IT-Abteilungen. Das professionelle Praxismanagement verkürzt für den Patienten nicht nur Wartezeiten auf den Termin, sondern reduziert sie auch in der Praxis. Also vor allen Dingen Prozessqualität ist in MVZs sehr hoher Stellenwert zugeschrieben. Ärztinnen und Ärzte können sich somit auf den Kern ihres Arztberufs konzentrieren. Aber auch die Vernetzung innerhalb der Gruppe, über Standorte hinweg, die Behandlungsqualität, Spezialwissen innerhalb der Gruppe zu fördern und auszutauschen, flächendeckend verfügbar zu machen, ist einer der Qualitätsvorteile.
Und gerade bei der sektorübergreifenden Versorgung und der erwünschten stärkeren Ambulantisierung sehen wir, dass es ohne MVZ-Gruppen nicht gehen wird. Die Bewältigung dieser Aufgaben setzt aber entsprechende Investitionen in die Strukturen voraus. Und unsere Mitglieder investieren kontinuierlich in Medizintechnik, moderne Ausstattung, auch moderne Praxisräume, die Digitalisierung und vor allen Dingen in die Qualifikation ihrer Beschäftigten, sei es Arzt oder Arzthelferin oder sonstige Berufsgruppen. Von der Politik wünschen wir uns mehr Barrierefreiheit zwischen den Sektoren, damit wir die Ziele der breiten Versorgung im ländlichen Bereich, aber auch in digitaler, innovativer Weise sicherstellen können und nicht an Barrieren der Leistungsträger scheitern. MVZ-Gruppen sind attraktive Arbeitgeber. Und der Arztberuf, das werden wir heute noch tiefer auch hören, unterliegt ja einem Wandel. Die tradierte Niederlassung verliert für viele an Attraktivität. Und es ist längst ein Faktum, dass der Arztberuf in naher Zukunft vielleicht in der Mehrzahl ein freier Beruf in Anstellung sein wird. Von einigen wird diese Entwicklung nicht gut verkraftet, sogar negiert. Sie bäumen sich gegen den Wandel, was vielleicht auch menschlich ist, gegen das Neue, das sie so nicht kennen und wollen. Aber das wird nicht funktionieren und es funktioniert schon jetzt nicht mehr. Die Lücken der ambulanten Versorgung werden zusehends größer. In Hessen zum Beispiel sind bereits jetzt 266 hausärztliche Sitze offen, in Bayern sogar 401. In der Augenheilkunde sind es 12 offene Sitze in Hessen und 17,5 in Bayern. In anderen KV-Regionen und bei anderen Fachrichtungen sieht es kaum besser aus. Die Möglichkeit zur Niederlassung, sie ist heutzutage nicht mehr so attraktiv, es ist auch nicht die einzige Versorgungsform und wird deshalb nicht mehr wie im früheren Maße genutzt. Gerade ländliche Regionen kommen dadurch in Bedrängnis. Viele KV'en und Bundesländer setzen auf Niederlassungsförderung und Landarztquoten, was per se ein guter Ansatz ist, aber bisher nicht mit großem Erfolg gekennzeichnet ist. MVZ-Gruppen können hier zumindest die Not lindern, auch wenn sie allein sicherlich kein Allheilmittel sind. Es braucht einen ganzen Strauß an Maßnahmen, von der Ausweitung der Studienplätze, einem einfachen und einheitlichen Zulassungsrecht und vor allem auch den Mut für neue Versorgungsformen. KV-übergreifende MVZ-Betriebsstättenzulassungen sind hier ein Beispiel, wie wir es aus Bayern und Thüringen, auch aus meiner eigenen Erfahrung kennen, oder auch das Thema, wie eine fahrende Praxis, wie es der Medibus zum Beispiel auch vorgemacht hat. Also es gibt viele Themen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns, dass wir heute hier Gelegenheit haben, diese Punkte gemeinsam und hoffentlich auch kontrovers zu diskutieren, denn darin liegt dann auch die Lösung, indem man verschiedene Meinungen zusammenbringt und entweder den Kompromiss oder die Lösungen direkt findet. Ich bedanke mich dafür bei Ihrem Interesse, auch bei den Zuhörern, Zuschauern im Livestream. Und an dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an unsere Moderatorin, Frau Hanneken, die uns sicherlich durch diesen interessanten Nachmittag sehr kompetent leiten wird. Und ich möchte an dieser Stelle das Wort wieder an Sie zurückgeben. Vielen Dank und ich freue mich auf eine spannende Diskussion heute Nachmittag. Danke. Frau Stoch-Ebmann, bleiben Sie bitte, Frau Stoch-Ebmann, bleiben Sie vielleicht noch eine Sekunde mit drauf, denn, liebe Gäste, ich bin dazu aufgerufen worden, dass wir heute eine dynamische Veranstaltung machen. Also ein bisschen Ping und ein bisschen Pong. Und das machen wir jetzt auch. Frau Stoch-Ebmann, Sie haben viele Bereiche ja schon angesprochen, die mit Vorurteilen und mit bestimmten Pressemeldungen mit einhergehen. Eine würde ich jetzt gerne noch aufgreifen, und zwar die immer wieder heißt, eigentlich machen MVZ-Gruppen mit der ambulanten Versorgung nicht wirklich Geld. Erst dann, wenn sie es wieder verkauft haben, dann ist die Rendite da. Vorher ist das quasi gar kein Renditeobjekt. Was sagen Sie dazu? Naja, also dazu muss man sozusagen, ich drücke das wirklich gerne betriebswirtschaftlich aus, das Geschäftsmodell verstehen. Und das ist ja genau das Positive. Es wird ja hier aus Einzelpraxen, aus Unternehmen ein größeres, wertvolleres Gebilde gebaut, in dem eben auf Struktur, auf Prozess, auf Ergebnisqualität Wert gelegt wird, was der Einzelarzt vielleicht gar nicht so schaffen kann. Auch da sehen wir natürlich Anstrengungen. Es gibt auch schon Praxisverbünde, wie zum Beispiel die Dr. Kielstein-Gruppe, die jetzt auch mit einem privaten Kapitalgeber zusammenarbeitet, die es auch schon geschafft haben. Aber der Mehrwert liegt ja darin, dass wir hier wirklich im Sinne einer positiven
qualitativ hochwertigen Patientenversorgung Unternehmen erstmal schaffen. Und wenn Sie so wollen, ist das die Rendite, aber die dann auch wieder Allgemeinwohl bringt, natürlich. Weil Sie dann auch in die ambulante Versorgung zurück. Ja, genau, weil ich ja dann einen Mehrwert geschaffen habe. Vielen Dank. Danke. Das wird hier richtig sportlich, wenn man hier den ganzen Tag auf und ab kommt. Ich freue mich jetzt sehr, Frau Susanne Müller begrüßen zu dürfen. Sie ist die langjährige Geschäftsführerin des Bundesverbandes Medizinischer Versorgungszentren, Gesundheitszentren und Integrierte Versorgung e.V. Liebe Susi, komm doch bitte schon einmal ja hier in meine Richtung, das ist wunderbar, klasse. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Klarstellung, BBMV, BMVZ. Ich kann immer ganz klar sehen, dass der BMVZ sich sozusagen dem gesamten Gesundheitssystem widmet und der BBMV tatsächlich auf die MVZ-Gruppen Acht gibt. Ich hoffe, du wirst, liebe Susi, das gleich bestätigen können. Sie ist, und so darf ich sie auch ankündigen, eine wirklich ausgewiesene Expertin, Politikwissenschaften studiert, die wirklich die gesellschaftlichen Entwicklungen komplexer Versorgungsstrukturen, angefangen von den Polykliniken bis hin zu den BAGs, bis jetzt zu dem neuen Anbietertypus, nämlich MVZ, immer wieder begleitet hat. Und ich kenne niemanden, der wirklich so tiefe Einblicke gesetzgeberisch, rechtlich, aber auch tatsächlich gesellschaftlich in diesem Themenfeld hat. Von daher, liebe Susi, es ist deine Bühne. Ja, ganz herzlichen Dank, dass hier auch das ganze Dilemma schon umrissen. So viele Worte und so wenig Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und jetzt hat Frau Stoch-Eckmann auch noch so wohlgesetzt und ruhig geredet. Und ich muss doppelt so schnell reden, sonst habe ich gar keine Chance. Das fällt jetzt leider nur besonders auf, dank Ihnen, Frau. Ganz absprachegemäß, bevor es dann ganz politisch wird, es gibt ja nachher die Debatte, ich werde auch Teil davon sein, sind die nächsten 20 Minuten, und Herr Dasse, ich bemühe mich, das nicht zu reißen, so gut es geht, Politik freigestaltet. Das ist Teil des Konzeptes, auch in Absprache mit dem BBMV. Frau Stoch-Eckmann hat es ja angesprochen, die Debatte ist, oder das wissen Sie alle hier im Saal, wenn von MVZ geredet wird, insbesondere von nichtärztlichen Trägern, geht das, ist man ganz schnell bei Gefühlen und ganz weit weg von Fakten. Man ist ganz schnell auch bei ideologischen oder bei überkommenen, tradierten Meinungen, die dann sozusagen auch unrückbar erstmal im Raum stehen. Und insbesondere gibt es eine Parallelität meines Erachtens zu dem ganzen Corona-Thema beim MVZ-Thema, nämlich, dass wir flächendeckend als Bevölkerung gemerkt haben, dass wir eigentlich viel mehr Ahnung von Mathe haben müssten, weil ständig umgeben uns Zahlen, aber keiner versteht sie wirklich. Aber alle schmeißen damit durch die Gegend. Das haben wir auch beim MVZ-Thema sehr, sehr, sehr stark. Ganz schön sind die Dynamik bei den Investoren MVZ, um mal bei dem Thema beim BBMV zu bleiben, bei dem engeren Kernthema, 78% Zuwachs jedes Jahr. Mein Gott, ist das dramatisch. Ja, natürlich, wenn Sie 3 Äpfel haben und Sie nehmen einen dazu, dann ist es 33% mehr. Wenn Sie 100 Äpfel haben und Sie nehmen 3 Äpfel dazu, sind es nur 3 Äpfel mehr, 3%. Aber schon dieser Wechsel, und das wissen wir halt, da ist die Parallelität zu Corona zwischen prozentualer Betrachtung, absoluten Zahlen, das vielleicht noch sich zu visualisieren, überfordert den Durchschnittsmenschen. Und da will ich niemand so nahe treten, und Sie hier im Saal und auch vor dem Bildschirm sind sowieso alle ausgenommen. Jedenfalls in die Lücke will ich ein bisschen reinstoßen. Das ist natürlich ein sehr hehres Anliegen, weil ich ganz, ganz viele von solchen Zahlen mitgebracht habe, die sehr sorgfältig erarbeitet worden sind. Hier kann natürlich immer nur das Endergebnis präsentiert werden. Wenn Sie Fragen haben, Dinge erklärt haben wollen, schreiben Sie uns an. Da ist sicherlich auch dann nachher nur kurz Raum dafür. Aber wir als BMVZ, das vielleicht auch zur Abgrenzung, sind genau für diese Art von Aufklärung da. Im Gegensatz zum BBMV gibt es uns seit 1992 mit leicht geänderten Namen, wie Sie sich hier denken können, aber mit unverändertem Satzungszweck. Das ist die Förderung ambulanter Kooperation und Verbesserung der Patientenversorgung, integrierter Versorgungsmodelle und so weiter und so fort. 92 macht es sicherlich bei einigen Klick, DDR-Polikliniken, Entfristung, da kommen wir her. Dieser Satzungszweck hat sich seitdem auch nicht geändert. Und wir sind als gemeinnütziger Verband tätig, auch in Abgrenzung. Hier sind kein klassischer Berufsverband. Deshalb, wie es Frau Hanneken sagte, haben wir das große Ganze im Auge. Alle Träger im Auge vertreten keine bestimmte Trägergruppe. Wenn das nicht so arrogant klinge, würde ich sagen, wir vertreten die Vernunft. Aber das sage ich nicht, weil es klingt ja arrogant. Aber ich habe ja keine Zeit, wie wir festgestellt haben. Deshalb,
Ganz kurz. Wo will ich hin? Ich setze hier im Saal und auch vor den Zuschauern. Also Sie haben ja hier kurz gesehen, die, als Quellenangabe die MVZ-Statistik der KBV. Die werden Sie nicht in der gewohnten Form bekommen, hier vorpräsentiert bekommen. Das setze ich alles als gegeben voraus bei Ihnen. Bei denen, wo es nicht so ist, das tut mir ein bisschen leid, dann wird es jetzt schwierig. Aber dennoch. Worum geht es mir? Die, wenn von MVZ in der Debatte geredet wird, Stichwort Versorgungsrelevanz, wie viele angestellte Ärzte gibt es denn? Was tragen denn MVZ wirklich bei? Ist es in der einen Fachrichtung vielleicht anders als der anderen? Ist es trägerverschieden? Gibt es eigentlich fast nur Gefühle? Es gibt ein Machtwissen oder Herrschaftswissen bei den KVen, das aber dann logischerweise, das nehme ich auch niemandem übel, oft nur so weit geteilt wird, wie es der KV dienlich ist, wo wir also sozusagen ein entsprechendes Zugangsgefälle haben. Aber, und darauf deshalb noch mal kurz zurück, möchte ich hinweisen, also hier, die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt, das ist ein reiner Tabellenband mit den statistischen Informationen aus dem Bundesarztregister, ein fantastisches, objektives, nicht politisch aussortiertes Zahlmaterial zur Verfügung, mit dem man wahnsinnig viel machen kann. Und darauf stütze ich mich im weitesten Sinne bei den nächsten Folien. Als erstes will ich Ihnen kurz zeigen, das Stichwort, Sie sehen das ja an den Überschriften, vorlesen brauche ich ja nicht, versorgungsrelevant nach Arztköpfen, das ist die hergekommene, althergebrachte Größe, ne, dass man Ärzte zählt, also Menschen, Einzelne, unabhängig davon, ob die jetzt als ganzer Arzt, um im Fachjargon zu bleiben, als Halber- oder Viertelarzt tätig sind. Und die entsprechenden Tabellenbände, die sind auch höchst aktuell, also schon 31.12.2021, weisen ja aus, wir haben halt 143.000 Ärzte, Pi mal Daumen, im System. Und Sie sehen, diese Statistik der KBV erlaubt auch eine Zeitreihe, auch über 2019 nach hinten hinaus, aber da haben die ein bisschen die Statistik verändert und man müsste mehr Haken schlagen, um das dann wieder anzupassen. Deshalb bleiben wir mal bei den 3 Jahren. Und Sie sehen, dass Sie nichts Neues sehen, dass wir hier oben in dem Bereich der Anstellung, das sind die 3 verschiedenen Grüntöne, jährlich auch schon in dieser kurzen 3-Jahres-Zeitraum diese Tendenz haben, die allen bekannt ist. Natürlich unten mathematisch kompensiert mit entsprechenden Rückgängen. Was aber oft schon untergeht, und hier ist die erste Message to know, dieses Anstellungsthema, klar, abstrakt ist das bekannt, wir haben das nicht nur im MVZ, wir haben das ganz klar und auch mit der zunehmenden Tendenz in den Gemeinschaftspraxen, ich wechsle synonym zwischen BAG und Gemeinschaftspraxis, und in den Einzelpraxen. Und auch das wird vielfach übersehen. Der juristische Status Einzelpraxis gemäß dieser Statistik heißt nicht, dass der Arzt alleine arbeitet. Eine Einzelpraxis ist auch ein einzelner Arzt, der bis zu 3 angestellte Ärzte hat. Auch das ist formal eine Einzelpraxis. Auch hier, Sie sehen das an dem Prozentsatz, da sind sogar mehr, ist ein bisschen unscharf, wahrscheinlich bei Ihnen auch, der dunkelgrüne Balken, mehr angestellte Ärzte tätig als in den Gemeinschaftspraxen. Wird oft im System völlig übersehen. Was auch zu dieser Statistik gehört, sind natürlich die PPs, abgekürzt psychologischen Psychotherapeuten, also Nichtärzte, trotzdem Mitglieder der KV. Und wenn Sie die gängige Statistik der Bundesärztekammer sehen, sind diese beiden Gruppen immer zusammengerechnet. Ihnen ist vielleicht die Zahl jetzt für 2021 von 174.000 in der Presse begegnet, Ärzte und PPs im System. Das sind beide Gruppen zusammen. Warum zeige ich das so explizit? Ich glaube, Sie haben es sofort gesehen, wenn man die Gruppen getrennt betrachtet, haben Sie in dem Aufbau, in welchen Strukturen und Status Psychotherapeuten arbeiten, im Gegensatz zu allen ärztlichen Fachgruppen, und die Zahnärzte sind hier gar nicht betrachtet, ein Riesenunterschied, der eigentlich sofort schreit, nein, ihr könnt uns nicht zusammenwerfen, weil der Durchschnitt macht gar keinen Sinn. Zusammengefasst nochmal in Zahlen ausgedrückt, ne, wir haben drüben die 3 grünen Balken, zusammen sind es 30,2%. Bei den psychologischen Psychotherapeuten 8,5. Der Durchschnitt, den Sie auch in der Zeitung lesen, der liegt bei 26,2. Das ist schöner an Durchschnitten, man weiß gar nichts. Ne? Gilt natürlich hier auch, wenn Sie tiefer gucken. Aber schon mal eine Spur weitergeschaut. Ne, Sie finden jetzt hier nochmal nur zur gedanklichen Unterstützung die Grafiken wiederholt. Und dieser Durchschnitt, wie schon angesprochen, entsteht aus dieser Gesamtzahl. Wenn man es getrennt betrachtet, und das ist das, was wir hier mitnehmen, und haben wir einen Riesenunterschied und es macht, wie gesagt, möglicherweise Sinn, hier mal genauer hinzugucken, gerade auch beim MVZ-Thema, weil auch hier gibt es einen großen Unterschied, dass wir in dem Bereich der Psychotherapie, die MVZ nicht sonderlich verbreitet sind und so weiter und so fort. Wenn man
dieses Thema Unterschiede, was sollte man nicht zusammenschmeißen, weiterführt, sind dann natürlich sofort bei den Zahnärzten. In dieser ganzen KBV-Statistik, egal ob es jetzt regionale KV oder KBV oder Bundesärztekammer sind, tauchen die Zahnärzte ja aus Prinzip nicht aus, aufgrund dieser normativen Abgrenzung, die wir automatisch hier im System haben. Das heißt, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die KZV machen ihre eigenen Statistiken. Und wenn wir hier von den MVZ-Zahlen reden, die kennen Sie vielleicht, das ist 2020, weil die hängt hier mal wahnsinnig hinterher, die Statistik. Diese 3.846, das ist nur Humanmedizin. Die KZBV mit 1.101 zu dem Zeitpunkt hat eigene Statistiken. Sie sehen auch, und das will ich hier nicht weiter ausführen, bei der Trägerdifferenzierung, dass sich zwischen Zahnärzten und allen anderen Fachrichtungen ein Riesenunterschied ergibt. Auch hier muss man die Frage stellen, erlaubt es eine gemeinsame Betrachtung, wie sie aber allerdings der Gesetzgeber zwangsläufig ja vornehmen muss, das ist ja das Thema, gibt es eine Lex Zahnarzt oder eine Lex Investoren oder eine Lex irgendwas? Wahrscheinlich nicht, da haben die Juristen mit gutem Grund sofort was dagegen. Aber das wird in dem Moment problematisch, wo man hier so wahnsinnig verschiedene Entwicklungen in einen Topf schmeißen muss, rechtlich. Wie gesagt, wir haben ja keine Zeit. Wir haben jetzt hier nochmal eine Wiederholung, das ist didaktisch wie in der Schule aufgebaut. Die kennen Sie schon, die Folie. Nach Ärzten, nach Köpfen, ja, gesagt, das ist die gängige Betrachtung, die althergebrachte. Seit ungefähr 2-3 Jahren, und da muss man die Kassenärzte, bei den Zahnärzten ist mir Ähnliches nicht bekannt, wahnsinnig für loben, wird parallel immer die Darstellung nach Bedarfsplanungsgewichten, Vollzeitäquivalenten, VZE hier oft abgekürzt, Agent, sprich das Thema Viertelärzte, Halbärzte, ganze Ärzte statistisch mit abgebildet, indem sozusagen das umgerechnet wird in entsprechende Vollzeitäquivalente, kennen Sie als Betriebswirte aus entsprechenden Statistiken. Und wenn man dieselbe Darstellung, und sie wird wie gesagt von der KBV geboten, auch in der Zeitreihe, nach Vollzeitäquivalenten betrachtet, ergibt sich in der Tendenz dasselbe Bild, wäre ja auch absurd, wenn nicht. Aber Sie sehen das, dass es in den Zahlen sich natürlich eine Entwicklung abbildet, die auch bekannt ist. Wir haben bei den Angestellten sehr viel mehr Teilzeitarbeitsverhältnisse als bei den Vertragsärzten sowieso. Die Vertragsärzte können ja nur halbieren, Angestellte können bis zu vierteln. Und wir haben das auch noch mal stärker bei den MVZ. Man sieht es daran, dass hier sozusagen der Break oder der Übergang von 16,1 zu 12,8 noch mal größer ist als zum Beispiel bei den Gemeinschaftspraxen. Man sieht aber auch hier, was ich eben schon erwähnt habe, einen großen Unterschied zwischen Einzelpraxen mit angestellten Ärzten und Gemeinschaftspraxen mit angestellten Ärzten. Denn, das ist der Strom, glaube ich, alle. Das ist egal. Denn auch die Einzelpraxen mit dem Sprung von 7,6 auf 5,9, dieses Delta weist darauf hin, dass in den Einzelpraxen die angestellten Ärzte durchschnittlich mehr Teilzeitarbeitsverhältnisse haben. Bei den Gemeinschaftspraxen ist das Delta statistisch ein bisschen kleiner. Ist vielleicht auch was man mal an der entsprechenden Stelle vertiefen könnte. Sehr, sehr spannend. Insgesamt geht es um die Kernmessage. Wir haben jetzt hier wieder die Wiederholung. Sie erinnern sich an die Didaktik. Die Kernmessage, dass wir grundsätzlich nicht von einer singulären Entwicklung oder sprechen, wenn wir von angestellten Ärzten sprechen, dass es auch nicht nur um die BRGs geht, dass es insbesondere sogar um die Einzelpraxen geht, die oft außerhalb des Fokuses solcher Betrachtungen sind. Und auch hier, also wegen der Unterschiede, nur mal als Hinweis, Sie sehen, ich habe das ohne die psychologischen Psychotherapeuten, um diese Verzerrung halt zu umgehen. Das wäre ethisch nicht richtig in der Debatte, in der wir uns hier bewegen, um es mal so auszudrücken. Und natürlich jeder weiß von Ihnen, ne, Statistik ist auch politisch, muss man gar nicht mit, ich glaube, Brechende war das mit der Statistik und dem selber Fällchen, muss man gar nicht mitkommen. Wenn man jetzt nur den oberen Teil betrachtet, logischerweise, stellen wir fest, wenn wir nach Bedarfsplanungsgewichten gucken, also nicht nach Köpfen, die tatsächlich deren Relevanz, also die Betrachtung nach Köpfen, deren Relevanz hat stark abgenommen in den letzten Jahren durch die Teilzeitarbeitsverhältnisse, sind wir bei den MVZ als Fazit, Entschuldigung, dass etwa 13% aller humanmedizinischen MVZ derzeit von einem MVZ gehalten werden, betrieben werden, alle Arten von Trägerschaften, das ist jetzt nicht weiter geclustert. Wenn man das in Bezug setzt zu der bekannten Trägerstatistik, die hatten wir vorher, ne, 42% im Krankenhaus, 42% Vertragsärzte. Das heißt, wenn man diese Zahl runterrechnet, sind in Hand von Klinikträgern 5,4 aller Bedarfsplanungsgewichte, die es in ganz Deutschland gibt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich der Großteil der sogenannten investorengetriebenen MVZ oder der Mitglieder des BBMV rechtlich
in diesem Cluster Klinik MVZ wiederfindet, weil der Träger in aller Regel die Klinik ist, ist sozusagen das Maximum, wenn man sich nähern möchte, welche Relevanz haben denn auch im humanmedizinischen Bereich Investoren MVZ? Dann natürlich längst nicht alle Krankenhäuser, nicht mal ansatzweise, einen Investor als Träger haben. Sind wir hier vielleicht, wenn man wie in Bayern, das war ja so, die sagen, so 10% aller MVZ haben irgendwie einen Investor. Oder besser gesagt, aller Klinik MVZ, Entschuldigung. Wenn man das runterbricht, ne, kann man hier, die sich dem Anteil nähern, dann sind es zwischen 0,5 und 1,5, wenn wir die Spannbreite ein bisschen weitermachen. Hier hört dann auch die Differenzierte dieser Statistik auf, aber man kommt natürlich ganz nah ran ans Ergebnis. Und was auch ganz wichtig ist, wenn Sie hier, und da ist es mit Steigerungsrate gemeint, diese Summe nehmen, ne, wir hatten jetzt hier gesagt, das sind, ich habe schon wieder vergessen, zusammengenommen 23,6%, steigt das in jedem Jahr, also wenn Sie von 2019 auf 2020 um 1%, von 2020 auf 2021 um 1%, das ist so das, mit der sich das bewegt. Das heißt, jedes Jahr aktuell haben die MVZ im humanmedizinischen Bereich 1% mehr Versorgungsanteil, alle zusammen, alle Träger. Das ist ganz wichtig zu betonen. Und wenn man das jetzt hochrechnet von heute 2022 an, auch das ist einfach mal, das ist natürlich nicht belastbar, ne? Wie jede Kaffeesatzleserei, die sich auf 10 Jahre vorausbewegt. Aber wenn ich sage, okay, ab jetzt jedes Jahr 1%, dann sind wir 2030 bei 20% Versorgungsanteil. Ich habe vor, gibt es Schriftstücke, ich bin ja schon lange im System, vor 10 Jahren gesagt, wenn es irgendwann bei 25% sind, ist das viel, da haben mich alle ausgelacht, das war albern. Weil das war ja genau das, was die Kritik war. Alle müssen in diese Fabriken gezwungen werden, irgendwann sind es 50% und niemand kann sich mehr niederlassen. Da sind wir weit von entfernt. Tatsächlich ganz losgelöst von dieser Clusterbetrachtung, wenn man, ich hatte das Beispiel mit den Äpfeln, ne, wo die Prozentzahlen so hoch sind, innerhalb einer kleinen Gruppe steigt das um 80%, ne, was sich so dramatisch anhört, ist die MVZ-Entwicklung eine relativ langsame. Ne, und das gilt nochmal, wenn man das nochmal darunter bricht, auf diese theoretische Annahme für die Betreiber, also für die Mitglieder des Gastgebers heute. Auch hier bewegen wir uns jetzt im Bereich der Kaffeesatzleserei. Aber, und das möchte ich betonen, nicht ganz unplausibel. Ziel dieser Kaffeesatzleserei, ein bisschen die Debatte erden und Fakten reinbringen. Man kann das natürlich auch nach Fachgruppen runterbrechen. Und das ist das Tolle an den KBV-Statistiken. Und nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja keine Zeit. Jedenfalls nicht im Detail. Aber mal zusammengenommen, das können Sie kurz überfliegen, das ist nicht auf MVZ spezifiziert, sondern alle angestellten Ärzte zusammen in den GPs, MVZ und Einzelpraxen. Sie sehen, ne, wir haben die Fachgruppen, die drüber liegen, der sogenannte ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Das überrascht jetzt bestimmt niemanden. Das hat gute Gründe. Wir haben eine ganze Menge Fachgruppen, die drunter liegen und auch bei den Ärzten, die Psychos, ne, die sozusagen für die da diese Art von Kooperation eigentlich einfach keinen Sinn macht. Aber hier, das mag vielleicht überraschen, weil ja die Dermatologie und die HNO ja auch in den letzten Wochen, Monaten sozusagen, ja, Investoren, das ist der neue Run. Also auf jeden Fall ist er noch nicht angekommen. Und das sind ja nicht nur die MVZ-Zahlen, sondern wie gesagt, alle angestellten Ärzte zusammen. Kurz zusammengefasst, ganz wichtig, auch für die Debatte nachher, weil das geht immer durcheinander. Was betrachten wir, dass man eben das immer bewusst ist, wenn man diskutiert, Vollzeitäquivalente oder Köpfe. Köpfe ist in der aktuellen Debatte zum Thema Versorgungsrelevanz keine relevante Bezugsgröße. Es ist spannend für bestimmte Aspekte, aber keine relevante Bezugsgröße mehr. Wir haben hier entsprechend die Verschiebung. Wenn man das jetzt, die Psychos sind jetzt hier seit der ersten Folie alle immer außen vor gelassen. Was es aber auch gibt, und nein, das machen wir nicht, ich hatte es ja gesagt, die KBV, und das ist ein toller, transparenter Datenschatz, bietet, das kann man bestimmt nicht lesen, für alle Praxisstrukturen, das ist jetzt die Statistik für die MVZ, ich habe sie um 90 Grad gedreht, weil das bei der KBV so blöd dargestellt ist, den Anteil, den die Ärzte in dieser Struktur an der Gesamtfachgruppe haben. Vielleicht mal kurz, weil man es bestimmt nicht lesen kann, dass hier oben sind, ich glaube sogar, hier sind die Augenärzte, der zweite von oben und der Bereich hier sozusagen, die Marke ist 25%, sprich die Statistik ist wie folgt zu lesen. Es liegt bei 24%. 24% aller Augenärzte, die in Deutschland tätig sind, sind in einem MVZ tätig. Diese Statistiken kann man alle matchen, auf alle Fachrichtungen, zeitreihenüberbezogen. Und jetzt zeige mir der mit dem Finger hoch,
der schon mal sich gesehen hat, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, mit diesen vorhandenen Daten die Debatte wirklich belastbar zu unterlegen. Es hat nämlich im Wesentlichen keiner ein Interesse daran, weil man mit Gefühlen ja viel schöner diskutieren kann. Dass das so ist, und das vielleicht als letzte Folie, die anderen fünf müssen wir leider sparen heute, dass das so ist und dass Statistik politisch ist, zeigt ein ganz kurzer Exkurs in die Richtung Zahnärzte. Weil alles das, was ich Ihnen demonstriert habe, und nur in Ansätzen, was möglich ist, mit wenigen Bordmitteln, Gehirn und Excel und ein bisschen PowerPoint, gibt es bei der KZBV nicht. Es gibt wahnsinnig viele Informationen, Frau Stoch-Elbmann hat es erwähnt, segmentiert für die Reihe der wahlweise der Krankenhaus-MVZ, der Investoren-MVZ, keine Zeit dran. Haben Sie mal für die Zahnärzte, ohne dass Sie lange suchen müssen, eine regionale Verteilungsstatistik gesehen, außer dass immer behauptet wird, die sind ja nur in den Städten, also sprich, wie viele MVZ gibt es in der KZV Sachsen, wie viele in Mecklenburg-Vorpommern, wie viele in Nordrhein? Gute Frage. Die gesamten Basisstatistiken und liebe KZBV und liebe BZEG, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, sind nicht vorhanden. Es wird ja Politik damit gemacht, dass es eine völlige Intransparenz zu Daten gibt und immer nur genau das Häppchen rausgegeben wird an Daten, was interessant ist. 68% Dynamik bei den Investoren MVZ. Aber es geht ja um Fakten. Ich habe es trotzdem versucht und auch das möchte ich Ihnen hier versichern, ist seriös. Zumindest seriös auf Basis der Daten, die zur Verfügung stehen. Die Frau Stoch-Elbmann hat es erwähnt, die Zahnärzte haben einige Gutachten gemacht und für 2019 aus dem 2020er Gutachten gibt es ja rudimentäre Zahlen, die man zurückrechnen kann. Ist ein bisschen kompliziert. Sie können die Folien alle bei mir bekommen, wen das im Detail interessiert. Fakt ist jedenfalls, und das ist die Vergleichsgröße, Sie erinnern sich noch, 13% waren es bei den Humanmedizinern, Versorgungsrelevanz nach Bedarfsplanungsgewichten. In der Zahnmedizin sind das aktuell 5% nach Köpfen, 4,1% nach Vollzeitäquivalenten. Das heißt, obwohl die Debatte da noch viel mehr Getöse macht, haben wir hier noch ein viel stärker umgekehrtes Verhältnis in Richtung Relevanz der Debatte. Und das ist jetzt meine vorläufige Kernbotschaft. Es gibt natürlich auch noch spannende Dinge zur Regionalität. Und während ich gleich von der Bühne geschmissen werde, können Sie die Schlussfolie parallel lesen, bevor sie ausgeschaltet wird. Das fasst das nochmal kurz, die Kernergebnisse zusammen. So. Vielen Dank. Liebe Susi, aber auch du musst mir eine kurze Nachfrage noch einmal erlauben. Das heißt, meine Takeaway-Botschaft ist heute, die Dynamik ist gar nicht so groß, wie sie immer angenommen wird. Und wie können wir das kurz quantifizieren? Können Sie eventuell noch mal den Vortrag, also die letzte Folie einblenden, die Sie gerade weggeschaltet haben? Die Minute haben wir noch, ne? Ich gucke hier in die Gesichter, die Minute haben wir noch. Quantifizieren wirklich mit dem Zahlensatz, also für die Zahnärzte ist leider 2,19. Ich brauche die Ärzte. Die Ärzte, 12,6% waren es, glaube ich, über alle Fachrichtungen. Das ist in einigen ein bisschen mehr, in anderen ein bisschen weniger. Bei den Augenärzten, ich habe es durchgerechnet, nur Mühe über den Durchschnitt. Nur um das mal als Beispiel zu wählen. Und die Dynamik, natürlich ist eine Dynamik von 1%. 1% von 140.000 sind ja auch mal eben 2.000, 3.000 Ärzte. Ne? Das ist das, was ich meinte mit Corona und dem Thema Mathematik. Wie man das quantifizieren kann, also ne, ich kann innerhalb von einer halben Stunde kann ich Ihnen das alles so durcheinander schütteln mit Zahlen, das kann ich auch wie die Zahnärzte, dass Sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und mir einfach glauben das müssen. Das hatte ich bereits heute schon, aber gut. Das ist das Problem. Ne, also wenn man mit Zahlen, Politik macht, und eigentlich sollte man deshalb nicht mit Zahlen Politik machen, sondern mit dem, was der Verband jetzt im Folgenden im Programm hat, nämlich mit den Inhalten und der Qualität, weil das führt zu schnell in die Irre. Vielen Dank. Liebe Susi, einmal bitte herzlichen Applaus und Wahnsinn, ich bin von Hause aus Juristin. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie ich mich hier gefühlt habe, als ich die Zahlenkolonne mitgenommen habe. Was ich jetzt aber nochmal wichtig fand und nochmal danke dafür, denn insbesondere die Facharztrichtung Augenheilkunde wird ja immer mit einer Dynamik hat Vorurteile, dass sie im Endeffekt alle Sitze zukünftig wegfallen für die
Freiberuflichkeit, wobei auch ein angestellter Arzt natürlich freiberuflich ist. Deswegen fand ich das nochmal ganz pointierend dargebracht. Wir kommen tatsächlich zu unserem letzten Impulsgeber und ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, lieber Herr Frank, dass dich Sie hier als Vorstandsvorsitzende der KV Hessens begrüßen zu dürfen. Ich glaube, Frau Stauch-Eckmann hat es ja betont, wie toll, dass Sie für den Dialog bereitstehen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich freue mich vor allen Dingen, und das fand ich so schön bei der Recherche sozusagen auch zu Ihrem Background, dass Sie wirklich sehr unterschiedliche Aspekte und mit einbringen, Perspektiven und vor allen Dingen eine umfassende Perspektive. Denn über Ihre Funktion in der Selbstverwaltung hinaus sind Sie als Facharzt für HNO tatsächlich in einer überordentlichen Berufsausübungsgemeinschaft noch tätig und durch Ihre Belegarztzulassung auch noch im Krankenhaus. Von daher alle Aspekte dabei und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Ja, als Erste bin ich natürlich gerne gekommen, weil wir haben ja eben schon mehrfach das Thema Augenheilkunde gehört und so ein ganz schlimmer Finger, ne? Der ist aus Hessen. Nein, das ist ein... Und ich glaube, deswegen bin ich auch heute gerne gekommen. Das ist ein in Hessen geschätzter Kollege. Und ich sage es mal ganz salopp, dessen Beitrag zur Versorgung, augenärztlichen Versorgung, ich in Hessen nicht missen möchte. Und das nicht erst seit das Thema Investoren da ist, sondern Sie begleiten uns ja auch schon als innovativer Augenarzt fast 30 Jahre, gell? Ja. Ja, ich bin auch so ein Fossil, 1995 zugelassen, aber wahrscheinlich trotzdem noch, sind wir beiden noch viel zu jung, um etwas mit der Versorgungswelt anzufangen, die im Moment in dieser Diskussion ja fast im Sinne eines Heiligen Kreuzzuges herbeigesehnt wird. Also ich habe sie nie erlebt und ich bin zwar etwas kleiner unterwegs mit 3 Standorten, 2 Belegabteilungen und so weiter, aber ich nehme auch für uns in Anspruch, dass wir die letzten 30 Jahre dadurch überlebt haben, weil, und da müssen wir auch mal ganz ehrlich drüber reden, natürlich Einrichtungen des Gesundheitswesens, Einzelpraxen, ÜBAGs, BAGs an einem Standort, aber natürlich auch MVZs, das sind auch Wirtschaftsbetriebe. Und natürlich müssen wir auch, ich habe in der Doppelpraxis angefangen, natürlich müssen wir auch eine Rendite erzielen. Die sieht bei uns ein bisschen anders aus, zumindest heißt sie anders. Das ist dann unser Einkommen, was am Ende übrig bleibt. Aber dass wir es altruistisch machen und dass ich jetzt in den letzten 30 Jahren, fast 30 Jahren, jedes Jahr Geld mitgebracht hätte, um meine Praxis zu betreiben, da muss ich Sie enttäuschen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe auch an meiner Praxis verdient. Und wenn das so nicht wäre, dann hätten wir in Deutschland eine andere Versorgungslandschaft. Und da denke ich, ist es nicht hilfreich, nicht klug, MVZ-Strukturen anders zu bewerten als Einzelpraxen. Insofern, ja, der erste Impulsvortrag, ach, der juckt mich immer noch, Frau Stauch-Eckmann, aber wir haben ja nachher noch eine Diskussion, weil das sind so ein paar Dinge, aber ein paar Punkte habe ich bei mir auch drin, wo ich vielleicht doch was am Anfang schon sagen möchte. Ich habe natürlich überlegt, wie steige ich hier ein? Komme ich hier als Darth Vader, ich bin ja die Generation Star Wars, oder komme ich eher so im Kostüm von Luke Skywalker, weil ich hier auf die dunkle Seite der Macht treffe. Ich dachte mir, ich sage einfach mal, die Diskussion, wie sie im Moment im KV-System geführt wird, ist definitiv nicht die Diskussion des KV-Systems. Sondern gibt es durchaus auch kritische Kräfte oder kritische KVen, die das, glaube ich, machen, was in dem ersten Impulsvortrag schon so ein bisschen angesprochen wurde, das Thema primär mal aus der Sicht der Versorgung betrachten. Und auch wenn ich am Versorgungsforschungstag in Hamburg als Teilnehmer präsent war, heißt das nicht, dass die KV Hessen hier sich in der einen oder anderen Richtung, weder bei den Kreuzrittern noch ja, bei denen, die diese Entwicklung im Moment unkritisch sehen oder sogar
befürwortend sich positioniert. Wir stehen, weiß ich nicht, stehen wir irgendwo da in der Mitte oder versuchen wir unseren eigenen Ansatz? Und zu dem möchte ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Jetzt muss ich doch den 30 Jahren KV-Tätigkeit und auch den Tätigkeiten eines operativen HNO-Arztes am OP-Mikroskop, Herr Schajan, da sind wir auch wieder ganz eng beieinander, so ein bisschen Tribut zollen. Ich brauche schon mal eine Lesebrille. Ja, das heutige hochqualifizierte und spezialisierte Angebot, das wir in der ambulanten Medizin den Menschen hier in Deutschland machen, wäre das ohne MVZs überhaupt denkbar? Es tut mir leid, ich kann die Frage weder mit Nein noch mit Ja beantworten. Es ist etwas dazwischen. Definitiv ist die ambulante Medizin heute nicht mehr die vor 30 Jahren. Wir haben heute, glaube ich, auch in Deutschland oder gerade in Deutschland eine der leistungsfähigsten ambulanten Versorgungssysteme weltweit. Und das ist nicht mehr die papiergebundene Einzelpraxis mit Stethoskop oder Otoskop als HNO-Arzt und einer Stimmgabel, sondern das sind selbst in meiner Fachdisziplin, die, auch wenn sie bei den MVZs ganz hinten steht, inzwischen auch hochtechnisiert ist. Das heißt aber auch, die Bedeutung von Kapital, von Finanzierung, ist in der ambulanten Medizin heute eine andere als noch vor 20, selbst vor 15 Jahren. Und das muss man als KV, und wir haben ja eigentlich nicht den Auftrag, sagen wir mal so, die Versorgungsstrukturen zu reglementieren, sondern wir haben einen Sicherstellungsauftrag. Das muss man als KV einfach auch mal sehen. Natürlich müssen wir einen Blick auf die Versorgungsstrukturen haben, wenn wir ein Problem im Sicherstellungsauftrag hier sehen oder, ja, jetzt kommen wir in diese Diskussion hinein, vielleicht auch nur antizipieren. Dazu kommt etwas, was eben auch in den Zahlen schön gezeigt wurde, eine Lebens- und Arbeitsvorstellung der jungen Ärztinnen und Ärztegeneration, die nicht mehr konkurrent oder identisch ist mit der vor 30 Jahren. Der Trend, Feminisierung, wobei ich das gar nicht mal so sehr im Vordergrund sehe, aber der Trend zur Anstellung ist eindeutig. Das heißt, wir brauchen Versorgungsstrukturen, die tatsächlich auch in der ambulanten Versorgung Anstellung ermöglichen. Und das machen MVZs. Zumindest, sage ich mal salopp, scheint unser Medizinernachwuchs die Vorstellungen, und jetzt bin ich etwas pointiert, insbesondere Voraufnahme der Berufstätigkeit nach Anstellung, Flexibilität, Fokussierung auf die ärztliche Tätigkeit, in den MVZs zu sehen. Entsprechend, jetzt gehe ich auf unsere hessischen Zahlen mal gar nicht ein, wobei ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn man die Diskussion aus der KV-Welt so ein bisschen im Moment kritisiert, dann auch zu sagen, wir würden nur KV-dienliche Zahlen liefern. Also da müsste man vielleicht noch mal drüber reden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen Anteil von Angestellten unter 50 Jahre in Hessen, inzwischen bei 33%. Davon dominieren natürlich sogar die kreisfreien Städte mit 36%. Und in der Teilzeitpräferenz haben wir sogar über 50%, also wenn wir uns die halben Sitze angucken, und hier ganz klar oder fast überwiegend Fachärzte. Also da passiert was auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt. Und ein Großteil, das haben wir ja auch gesehen, der Anstellungen findet in MVZs statt. Völlig losgelöst von der Trägerstruktur, und da sind wir übrigens auch bei ganz schwierigen Fragen. Wenn Sie mich fragen, wie viel Prozent der MVZs absolut oder auch sitzen oder auch was den Anteil an der Versorgung angeht, sind denn diese berühmten Investoren MVZs? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil irgendwo endet die Datentransparenz bei uns im Zulassungsausschuss an der Stelle, wo
die Zulassung an sich mit den Gründereigenschaften beantragt wird. Und wir sehen aber unter Umständen nicht oder in der Regel nicht, was hinter den Gründern steht. Also auch da muss ich sagen, ja. Aber ist das für mich jetzt mal so unbedingt in der ersten Runde wichtig? Wir haben uns aber mal angeschaut, ob denn die Berufsvorstellungen in der Anstellung tatsächlich in den MVZs auch so verwirklicht werden. Also Unabhängigkeit, reine Fokussierung auf die medizinische Versorgung. Sie kennen alle wahrscheinlich auch die Studien der APO-Bank. Man ist investitionsunwillig, man hat Angst und so weiter. Also lieber Anstellung, weil da ist alles gut. Dann sehen wir aber, dass knapp 30% der jungen Kolleginnen und Kollegen MVZs schon innerhalb des ersten Jahres wieder verlassen. Nun ist es schwierig zu sagen, warum. Kann sein, kennen wir bei jeder Anstellung, wenn wir unsere medizinischen Fachangestellten anstellen, auch da haben wir eine Fluktuation. Wenn wir Kolleginnen und Kollegen selbst in der Einzelpraxis anstellen, auch da haben wir Fluktuation. Das kann damit zusammenhängen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann doch nicht zusammenpassen. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass eben diese Berufsvorstellungen, die man hat, dort eben doch nicht wirklich so verwirklicht werden. Und das nimmt zu. Ja? Wir haben dann letztendlich bis zum fünften Jahr 80% Wechsel. Nur 20% der in den MVZs in Hessen tätigen, angestellten tätigen Ärztinnen und Ärzte bleiben länger als 5 Jahre. Also da passiert etwas. Und da passiert etwas, was dann auch aus meiner Sicht sachlogisch zu der Aufstellung der MVZs, zu den Fachgruppen, die dort präferiert sind, führt. Denn, und da muss ich Sie auch enttäuschen, es tut mir leid, wie Frau Stauch-Heckmann, es ist eben nicht der ländliche Region, es ist nicht die hausärztliche Versorgung, wo ganz wesentlich für den Erfolg einer Praxis die langjährige Patientenbindung da sein muss. Das ist also, ich bin ja nun auch Land-HNO-Arzt, wenn ich mit meinen hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen dort oben rede. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auch hausärztlicher Versorgung, dass man seine Patienten lange kennt. Und dass die Patienten erwarten, ich sag mal so, dass der Hausarzt dort nicht nur bis zur Rente bleibt, sondern auch noch länger. Da werden Sie kaum, jedenfalls bei mir, oben in Nordhessen oder im Norden Hessens, ist ja eigentlich Waldeck, also das ist aber jetzt eher was für die Insider, werden Sie, wenn Sie mit den Menschen reden, wenig Akzeptanz für hausärztliche Versorgungsstrukturen finden, aber auch für die fachärztliche Grundversorgung. Und ich spreche jetzt mal an die Gynäkologie, den Hausarzt der Frau, aber auch Urologie, nennen sich immer den Hausarzt des älteren Mannes, die HNO, ja, wir sind so ein Gemischtwarenladen, aber ich sag mal so, wer so kleinen Nachwuchs hat, ich habe ja auch 2 5-Jährige zu Hause und zum ersten Mal eine Nacht mit einer Mittelohrentzündung durchgemacht hat als Mama und Papa, der weiß dann auch irgendwann den Wert der HNO zu schätzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, dort erwartet man, dass man auch nach Jahren immer noch das gleiche Gesicht sieht. Insofern hat also die Akzeptanz einer Versorgungsstruktur nicht nur etwas mit der Qualität der Leistungen zu tun, sondern auch mit den Menschen, die dort arbeiten. Deswegen sage ich, lassen Sie uns als primäres Bewertungskriterium, ob wir mit MVZs zusammenarbeiten können oder nicht, ob wir sie als wichtigen Bestandteil der ambulanten Versorgung ansehen, lassen Sie uns einfach gucken, wie sieht das mit dem Sicherstellungsauftrag aus, wie sieht das mit dem Versorgungsangebot aus. Und da ist natürlich klar, dass die Diskussion auch von der Überlegung überschattet wird, dass Renditeerwartungen, die ich nicht per se verwerfe, aber sie dürfen den
ärztlichen Versorgungsauftrag oder aus Sicht der KV den Sicherstellungsauftrag nicht konterkarieren. Und wenn wir da Hinweise bekämen, und es ist tatsächlich so, wir sehen in Hessen keine belastbaren Daten, die das erstmal ganz offensichtlich machen. Wenn das der Fall ist, dann müssten wir in das System eingreifen. Dann würde auch die KV Hessen einen Ruf nach mehr Regulation unterstützen. Wir sehen aber trotzdem gewisse Tendenzen, die die Versorgung an sich noch nicht gefährden. Aber wir sehen in Hessen in gewissen Regionen, und da reden wir über Mittel- und Oberzentren, schon sehr ungleiche Marktbedingungen, dass selbstständig tätige Freiberufler mit großen MVZ-Ketten wirtschaftlich nicht mehr konkurrieren können. Und der Größenvorteil und auch die Strukturen implizieren natürlich auch Unterschiede im Kapitalzugang, auch die Beteiligungsverhältnisse. Es gibt aus Sicht der KV Hessen schon Vorteile der MVZ-Welt im Zulassungsrecht, in der Nachbesetzung. Wenn wir in unsere BAG einen neuen Partner nehmen wollen, möchte ich Ihnen gar nicht erzählen, was das alles für Aufwand bedeutet. Eine Nachbesetzung im Angestelltenverhältnis geht um vieles einfacher. Deswegen müssen wir sehr wohl aufpassen, dass wir in der Versorgung nicht eine Situation bekommen, wo Survival of the richest die bestimmende Größenordnung gibt. Und ja, da kommen wir natürlich auch zu der Frage der Renditeerwartungen. Renditeerwartungen scheinen durchaus in gewissen Fachgruppen gegeben. Das ist per se nicht schlimm. Es ist aber halt nicht unbedingt jetzt aus der Sicht der Sicherstellung so das Gelbe vom Ei, wenn ich in gewisse Fachgruppen eine Personalsteuerung bekomme, dass dort vermehrt junge Kolleginnen und Kollegen angestellt werden. Ich gehe gleich nochmal auf die Fachgruppen ein. Während andere, Sie haben die freien Hausarztsitze angesprochen, aber wir haben freien Augenarztsitze, insbesondere oder fast ausschließlich in ländlichen Regionen, da wo unser Medibus fährt, und andere Fachgruppen dann sozusagen ja, in die Röhre gucken. Und, ja, zweimal, ja. Das bedeutet, dass wir hier nicht nur innerhalb einer Fachgruppe möglicherweise, oder wir haben sie definitiv ungleich lange Spieße haben, sondern wir haben auch hier unter der Maxime einer fehlenden Anzahl von Ärztinnen und Ärzten in der Grundversorgung, allen voran in der hausärztlichen Versorgung, aber ich sehe auch diese Gouda-Gruppen in Hessen hochkritisch, haben wir einen Effekt, dass ich gar nicht so glücklich bin, wenn in sehr selektiv ausgerichtete MVZ-Gruppen, völlig unabhängig von der Trägerschaft, da ein präferierter Personalstrom entsteht. Ja. Und da sehen wir auch, und das unter Umständen auch noch mit einer Leistungsveränderung zu tun hat, da sehen wir zum Beispiel in Hessen in den spezialisierten und geräteintensiven Fachgruppen, dass 38% aller Radiologen und sogar schon 63% aller Humangenetiker in MVZ-Strukturen tätig sind. Die grundversorgenden Fachärzte in den MVZs, die haben wir auch. Aber die rechnen nur 30% ihres Leistungsanteils, wie bei den Gynäkologen zum Beispiel, im Bereich dessen ab, was wir als Grundversorgung bezeichnen. Also sonstige Hilfen, Schwangerschaftsbetreuung, die normale Vorsorge, die Akutversorgung und so weiter. Demgegenüber macht das bei meinen freiberuflich selbstständigen Gynäkologinnen und Gynäkologen um 80% ihres Leistungsanteils aus. Sie wollen eine Erklärung dafür? Fast alle MVZs in Hessen in der Gynäkologie sind in der Reproduktionsmedizin tätig.
Das ist für mich schon ein Problem, wenn ich das aus der Sicht des Sicherstellungsauftrages sehe. Und deswegen bin ich halt auch nicht ganz so glücklich über einen Trend seit 2004, wo wir immer mehr fachgleiche MVZs bekommen, die sich auf solche Leistungen fokussieren, während die Versorger-MVZs in Anführungsstrichen, insbesondere in der ländlichen Region, und jetzt lassen wir mal zwei, drei kommunale Experimente, lasse ich mal ganz bewusst außen vor, die können Sie in Hessen mit der Lupe suchen. Und wie gesagt, das passt nicht zu einem Sicherstellungsauftrag einer KV. Ja. Sicher ist es richtig, dass im Schnitt zwar nur 12% der Ärzte einer Fachgruppe in den MVZs in Hessen arbeiten, das sind aber 92% in der Labormedizin, 70% in der Strahlentherapie, 74% in der Humangenetik, Nuklearmedizin 32%, Innere auch 32%. Also da haben wir schon eine deutliche Konzentrierung, was natürlich die Versorgung in gewissen Fachbereichen sehr, sehr stark von den MVZs abhängig macht. Und da sagen wir einfach, das müssen wir als KV natürlich auch im Auge behalten, denn da drohen möglicherweise Gefahren, wenn sich die, sagen wir mal so, die unternehmerischen Ziele der MVZs ändern. Deswegen bin ich bin aber kein Freund dessen, der jetzt zum Gesetzgeber geht und sagt, wir müssen jetzt schon regulieren. Ich bin aber jemand, der sagt, vielleicht brauchen wir dafür Instrumente in unserem Köcher, die wir jetzt noch nicht bespielen, aber möglicherweise in der Zukunft benötigen. Und jetzt muss ich Sie enttäuschen. Ich kann, und in Hessen diskutieren wir das Thema auch schon seit zweieinhalb Jahren. Es fing auch an, Frau Müller, glaube ich, mit den Zahnärzten. Das ist uns auch von unserer Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen angetragen worden. Ihr müsst da unbedingt mal gucken. Und seit zweieinhalb Jahren gucken wir. Und im Gegensatz zu Bayern kann ich Ihnen keine Daten liefern, die, ich sage es mal jetzt salopp, ein MVZ-Bashing möglich machen. Das ist so. Trotzdem haben wir gewisse Tendenzen, die lassen Sie mich noch ansprechen. Dann bin ich fertig. Die haben aber witzigerweise gar nichts mit dem BBMV zu tun. Sie kennen das alle. Bringen Sie mal eine Überweisung und eine Einweisung mit. Und wo findet das statt? Das findet bei Krankenhaus-MVZs statt. Und ich sage es jetzt mal hier ungeschützt, mit der Betonung, das sind Daten, die werden wir mit unseren Partnern in Hessen, von den Kostenträgern, von den Krankenkassen jetzt mal versuchen aufzuarbeiten, weil Sie wissen, die stationäre Abrechnung und die ambulante Abrechnung sind zwei getrennte Welten, die zwar selbst bei den Krankenkassen auf unterschiedlichen Ebenen abgearbeitet werden, in unterschiedlichen Abteilungen, da macht sich eigentlich keiner die Mühe, das mal zusammenzuführen. Und da drängt sich eher der Eindruck, und deswegen muss man auch gucken, Qualitätsdiskussion ist das eine, Versorgungsportfolio des MVZ ist das andere. Da drängt sich durchaus der Eindruck auf bei uns in Hessen, dass hier Leistungen aus dem stationären Bereich, die zwar prästationär erbringbar wären, dann aber, wenn ja ein stationärer Fall folgt, nicht mehr gesondert abgerechnet werden können, in den ambulanten Bereich, in das Krankenhaus MVZ verlagert werden, um sie dort zusätzlich abrechnungsfähig zu machen.
Und ich sage mal, ja Gott, Geschäftsmodell, und das haben wir auch mit unserem ehemaligen Oberstaatsanwalt, der jetzt nach Rheinland-Pfalz umgezogen ist, Peter, ne? Haben Sie vielleicht alle in den Zeitungen gelesen, haben wir das schon diskutiert. Und er sagt, ja, eigentlich ist das Abrechnungsbetrug. Naja, Badle, Vorsicht, Vorsicht. Aber ich kann kaum etwas dagegen machen. Aber drei Dinge muss man sagen. Da, wo das möglicherweise stattfindet, werden Sitze der ambulanten Versorgung entzogen, weil es ja eigentlich Leistungen sind, die ins Krankenhaus kommen, werden Leistungen zwar qualitativ wertig erbracht, aber es sind eigentlich keine Leistungen, die wirklich in die ambulante Versorgung kommen, und es wird dem ambulanten System natürlich Geld entzogen. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist eher der Fokus, den wir im Moment in Hessen haben, und den werden wir auch mit unseren Partnern von den Krankenkassen weiterverfolgen. Und da ist es dann auch spannend, da stellen wir Ihnen auch was zur Verfügung, wenn Sie möchten, sich den Anteil der MVZ-Ärzte in diesen Krankenhäusern anzuschauen. Und da sehen Sie ein ganz anderes Bild als bei der Verteilung der Sitze in den MVZs im Allgemeinen. Deswegen ist mein Resümee, ja, MVZs sind heutzutage ein wesentlicher und ich sage auch wichtiger Bestandteil der ambulanten Versorgung. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Und die KV Hessen, das kann ich Ihnen sagen, guckt aber sowohl bei der Einzelpraxis als auch bei der BAG, bei der ÜBAG, als auch bei den MVZs halt genau hin, was da passiert. Ich denke, das ist auch im Sinne der ambulanten Versorgung. Und wer sich da als wesentlicher und guter Teil der ambulanten Versorgung erweist, lieber Herr Schajan, dessen Einladung nehme ich auch gerne an. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Dastich. Ich hätte ja gerne noch eine kleine Nachfrage gestellt bezüglich Ping-Pong. Aber Herr Dastich, wir sind über die Zeit hinaus. Wir müssen tatsächlich weitermachen. Das Schöne ist, ich sehe Sie ja auf dem Podium wieder. Und dann werde ich ganz, ganz sicher die Themen Survival of the Richest, also ne, das müssen wir ansprechen, müssen eigentlich alle Versorger immer zu gleich langen und gleichbleibenden Bedingungen starten und währenddessen auch immer gleich bleiben. Das diskutieren wir dann. Wir kommen jetzt aber zu einem Part, auf den ich mich heute wirklich ganz besonders gefreut habe. Denn wir haben die nächsten, jetzt sind es nicht mehr ganz eine Stunde, und ich grüße einmal alle Referenten, die hier gleich auf dem Podium sind. Ja, wir müssen uns ein bisschen zeitlich beschränken, denn wir werden jetzt noch einmal vier Praxisbeispiele sehen. Ich hatte es bereits angekündigt. Das ist sozusagen der zweite Teil unserer Veranstaltung. Was nämlich MVZ-Gruppen an qualitativer Versorgung, aber auch Innovation treiben oder auch New Work-Modelle mit einbringen. Und hierzu darf ich ganz herzlich auf der Bühne als allererstens Frau Heidi Niewöller, Geschäftsführerin der Curios-Gruppe, bundesweites Netzwerk dermatologischer und pflegologischer Praxen, richtig, die sie betreiben, und Professor Uwe Reinhold begrüßen. Wir haben uns heute auch schon gesehen. Sie sind ärztlicher Leiter des MVZ Dermatologisches Zentrum Bonn. Ich bin an der Uniklinikum Bonn, von daher freue ich mich sehr, sozusagen einen Vertreter aus dieser Stadt hier begrüßen zu dürfen. Und Sie zeigen uns den digitalen Campus für Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten. Ihre Bühne. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin auch Mitgründungsmitglied des BBMV. Heidi Niemöller mein Name, bin auch seit 3,5 Jahren Geschäftsführerin der Curios-Gruppe, und wir betreiben eben deutschlandweit und in der Schweiz jetzt zwischenzeitlich 30 Standorte, 24 Hautarztpraxen, ein Labor ist dabei, ein dermatohistologisches, mit 2 Privatkliniken und einem Spa-Bereich, typisch für die Dermatologie, da darf die Kosmetik nicht zu kurz kommen. Wir haben eben ein zugelassenes Vertragskrankenhaus, haben 650 Mitarbeiter, davon 120 Fachärzte und aktuell 33 Weiterbildungsassistenten,
40 Mitarbeiter im Head Office. Ich finde, das zeigt ja auch schon, dass wir eben auch zwischenzeitlich ein großer Arbeitgeber sind. Und haben mit 37,5 Kassensitzen auch im vergangenen Jahr rund 650.000 Patienten behandelt. Und 37,5 Kassensitze zeigt eben auch, dass wir sehr wohl an der medizinischen Versorgung teilhaben und eben uns nicht nur irgendwie auf Ästhetik, was ja typischerweise der Dermatologie immer vorgeworfen wird, Ästhetik, Kosmetik, spezialisiert, sondern Herr Professor Reinhold ist da auch ein lebendes Beispiel dafür. Bei uns steht eben auch Themen wie Hautkrebsvorsorge oder eben Phlebologie auch eben sehr stark im Fokus. Was wir heute vorstellen wollen, sind die Weiterbildungsmöglichkeiten für Assistenten in der Kurios-Gruppe. Das haben wir entwickelt im letzten Jahr, weil wir gesagt haben, was ist uns eigentlich wichtig, und das Thema Ausbildung ist uns in der Gruppe extrem wichtig. Da ist der Herr Professor Reinhold eben auch Vorreiter gewesen. Und was wir etabliert haben, ist ein Weiterbildungsassistententreffen, das für diesen Sommer 2022 geplant ist. Das war eigentlich schon für Januar vorbereitet, musste dann abgesagt werden, wird jetzt nachgeholt eben im Sommer. Und was wir aber eben auch ein bisschen aufgrund von Corona dann in Angriff genommen haben, ist ein Online-Campus, also Kurios Akademie für die Weiterbildungsassistenten, also sprich eine dermatohistologische Ausbildung online einmal im Monat durch unser Labor in Bonn. Und zusätzlich dazu eine Online-Ausbildung alle 2 Monate in einem Spezialthema der Dermatologie, Phlebologie, eben aber auch Lymphologie durch die Ärzte der Kurios-Gruppe. Und entsprechend einem Curriculum vom Herrn Professor Reinhold, zu dem er gleich was sagen wird, weil wir waren die erste, oder er hat die erste Praxis in Deutschland, die die 60-monatige Weiterbildung in der Dermatologie im ambulanten Setting bekommen hat. Und darauf sind wir auch sehr stolz. Und da hat Herr Reinhold eben auch maßgeblich an dem Curriculum mitgearbeitet. Ja, vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf vielleicht ganz kurz anführen, ich blicke jetzt auch etwa auf eine mehr als 30-jährige berufliche dermatologische Tätigkeit zurück. Als Besonderheit war ich 15 Jahre als Oberarzt und leitender Oberarzt an 2 Universitätskliniken in Deutschland tätig. Das heißt, ich habe lange in der Forschung und in der Lehre war ich tätig. Habe dann 2006/2007 mit eines der ersten interdisziplinären MVZs gegründet, was zu der damaligen Zeit aus berufspolitischen Gründen heraus nur als GbR-Struktur möglich war. Und wir haben dann dieses, dann als dann die Dinge sich weiterentwickelt haben, der MVZ-Bonus, der KV von 10% reduziert bzw. abgeschafft wurde und alle anderen Dinge, haben uns wiederum umstrukturiert. Und ich bin jetzt praktisch seit 2019 sozusagen in dem investorbasierenden MVZ als ärztlicher Leiter tätig. Was ich hier kurz mal ansprechen möchte, wo ich aufgrund meiner Erfahrung heraus auch im Bereich der Ausbildung und Lehre von Fachärzten ein ganz besonderes Potenzial entdeckt habe in so einer Gruppe, wie wir es sind, in der Kurios-Gruppe, dass wir eben hervorragende Möglichkeit haben, hier hoch gut ausgebildete Dermatologen aus dieser Gruppe herauszubringen. Wir haben ja jetzt eine neue Musterweiterbildungsordnung 2018 verabschiedet, die zuletzt 2021 nochmal aktualisiert wurde von der Bundesärztekammer. Und diese fundamentale neue Weiterbildungsordnung kann man sozusagen aufteilen in 2 Teile. Das eine sind sogenannte kognitive und Methodenkompetenz. Das heißt, das ist ein theoretisches Wissen, was die Ärzte erwerben müssen. Und der andere Teil ist die Handlungskompetenz, Erfahrungen und Fertigkeiten. Das Ganze inhaltlich ist aufgeteilt in allgemeine Teile der Weiterbildung, was im Prinzip jeden Arzt unabhängig von der Fachgruppe betrifft. Und das Zweite ist natürlich dann für unsere Fachgruppe die spezifischen Inhalte der Facharztweiterbildung, Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie noch einige Themen, die dann am Ende fachübergreifend sind. Wir haben ein Konzept entwickelt innerhalb der Kurios-Gruppe und haben auch aufgrund der vielfältigen Dinge, die wir alleine in unserem Zentrum in Bonn machen,
Jetzt die volle Weiterbildungsberechtigung für die 5 Jahre Dermatologie von der Ärztekammer Nordrhein erhalten. Das heißt, wir können einen Facharzt vom 1. bis zum 5. Jahr komplett ausbilden. Und wir haben hier einen Weiterbildungsplan für uns entwickelt, der die allgemeinen Kenntnisse sozusagen beinhaltet, wie wir eine Struktur reingebracht haben und wie wir natürlich den Weiterbildungsplan dann auch für die spezifischen Kenntnisse für jedes einzelne Jahr letztendlich festgelegt haben und die Ärztinnen und Ärzte entsprechend ausbilden können. Das Theoretische ist die eine Seite. Wie geht das mit dem Praktischen? Wie werden die Handlungskompetenz, Erfahrungen und Fertigkeiten letztendlich in der Rahmen der Weiterbildung hier vermittelt? Wir haben die allgemeinen Sprechstunden, wir haben natürlich Spezialsprechstunden, wir sind ein operatives Fach in der Dermato-Onkologie vor allen Dingen, das heißt, wir haben den ambulanten operativen Bereich und wir haben eine regelmäßige dermatohistopathologische Online-Konferenz mit den Dermatohistopathologen unserer Gruppe gegründet, wo wir im Prinzip regelmäßig die in der Weiterbildungsordnung geforderten 50 dermatohistopathologischen Konferenzen, die kann ich Ihnen ganz klar sagen, in den einzelnen Kliniken und in den Unikliniken keiner der Auszubildenden jemals erreichen wird, weil die Histopathologie, das ist eine Besonderheit in den Kliniken, das dürfen 2, 3 Leute machen, die am Mikroskop sitzen, die besonders sozusagen als erlauchte Person da rein dürfen. Kein anderer Assistent hat da groß die Möglichkeit, letztendlich mal da reinzugucken. Das Gleiche ist auch für die ambulante OP. Wenn Sie die großen Kliniken sehen, die haben vielleicht 50, 60, 70 Ärzte, Assistenten, so eine große Uniklinik wie Bochum zum Beispiel. Da kommt mal einer in den OP, aber nicht die ganze Gruppe. Da gibt es Kollegen, die werden Facharzt am Ende und dann haben die eine Stanzbiopsie gemacht und nicht mehr und kriegen den Facharzt. Da wundert man sich. Ja, das heißt, dieses ganze Spektrum, dass bei uns jeder letztendlich in den OP kommt, die ganze Weiterbildungszeit, alle diese Dinge können wir ermöglichen. Und diese histopathologische Konferenz ist auch so ein bisschen durch die Corona-Situation entwickelt worden. Wir haben jetzt mittlerweile so super auflösende digitale Systeme, dass wir praktisch am großen Bildschirm sitzen und die Pathologen uns ihre Schnitte in der gleichen hohen Auflösung, wie als wenn sie unter dem Mikroskop gucken, zeigen können. Das heißt, sie können theoretisch zu Hause auch befunden. Und die machen mit uns auch einen strukturierten Weiterbildungsplan Dermatohistopathologie zur Hälfte und zur anderen Hälfte können wir Fälle anmelden aus der eigenen Praxis, die wir dann sozusagen demonstriert bekommen. Und natürlich haben wir hier, Sie sehen, das sieht man hier schlecht, das ist in der Weiterbildungsordnung original, dermatohistopathologische Konferenzen, 50 Fälle, 50 werden hier gefordert. Und natürlich ergänzende Kompetenzerwerb hatte Frau Niemler schon angesprochen. Wir haben natürlich regelmäßige Fortbildung, die wir digital machen. Wir haben ergänzende Zertifizierungskurse der Deutschen Dermatologischen Akademie, die wir anbieten. Das heißt, unsere Ärzte im Netzwerk werden auch insofern finanziell unterstützt, dass die letztendlich diese ganzen Dinge, die da noch hinzugehören, alle daran teilnehmen können. Und insofern denke ich, dass das eigentlich eine ganz gute Chance ist. Die Dermatologie ist im Wesentlichen ein ambulantes Fach und die Qualität für die Weiterbildung ist in solchen ambulanten Zentren besondererweise letztendlich möglich und wird bei uns auch gelebt. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte noch ganz kurz mit mir auf der Bühne und ich darf auch die Geschäftsführerin noch einmal mit auf die Bühne holen. Denn was Sie jetzt gerade aufgezeigt haben, ist ja, glaube ich, total wichtig. Dermatologie wird immer wieder gesagt, wir haben einen Facharztmangel, also ne, Nachwuchs fehlt. Den geben Sie ja sozusagen ein Stückchen weit die Möglichkeit, auch das Fach Dermatologie in der Weiterbildung dann zu betreiben. Eine kurze Nachfrage. Was passiert mit den ganzen Weiterbildungsassistentinnen? So viel ich weiß, Dermatologie sehr weiblich, richtig? Absolut. Also wir haben einen Anteil von, ich würde sagen, 85% Frauenquote bei uns, wenn nicht sogar in manchen Zentren 90-95% Frauen. Dann die nächste Frage. Was passiert denn mit denen? Bekommen natürlich alle auch ein Facharztangebot. Also wir übernehmen im Prinzip jeden Weiterbildungsassistenten, der Interesse hat. Wir versuchen tatsächlich auch einen großen Austausch zwischen den Zentren. Bei uns wechseln auch Weiterbildungsassistenten mal dann von der einen Praxis in die andere Praxis.
Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den man betonen kann. Wir konkurrieren eben nicht mit den Einzelpraxen. Also unsere Zentren, die konkurrieren eben mit Unikliniken, die konkurrieren mit wirklich großen anderen operativen Einheiten. Aber die kleine Einzelpraxis, deswegen ist auch, finde ich, dieses bayerische, ich muss ein bisschen schmunzeln über dieses Gutachten in Bayern, weil wenn Sie jetzt mich fragen, dann würde ich sagen, natürlich rechnen wir 10% im Zweifelsfall mehr ab. Warum? Weil unsere Ausstattung, weil unsere Spezialisten ja auch ganz andere, auf einem ganz anderen Niveau arbeiten als vielleicht eine Einzelpraxis. Bei uns stehen, ich weiß nicht wie viele Laser, wir haben 4, 5 OP-Säle, Sie haben 4 aktuell, Herr Professor Reinhold. Natürlich wird bei uns auch was anderes gemacht. Wir machen größere Operationen, schwerere Operationen als eine kleinere Einzelpraxis, die uns ja eher zuweist. Das heißt Ambulantisierung pur, genau. Das, was wir eigentlich, ne, ambulant vor stationär, oder wie war das nochmal dieser Grundsatz im SGB V, gelebt wird. Vielen Dank für das Beispiel. Nochmal einen Applaus. Ich finde, wir brauchen heute ein bisschen mehr Applaus. So. Ich freue mich jetzt auf Einblicke von Herrn Dr. Volker Wendel, Geschäftsführer von Sanoptis. Wir haben uns bereits kennengelernt. Schön, dass ich heute alle bereits kennenlernen durfte. MVZ-Gruppe im Bereich der Augenheilkunde. Soviel ich weiß, privates Fremdkapital richtig gefördert. Und gutes Arbeitsbedingungen, gutes Personal ist einer der wichtigsten Faktoren und vor allen Dingen auch Garant für qualitative, gute medizinische Versorgung. Und genau das ist heute Ihr Thema, nämlich Personal- und Organisationsentwicklung in MVZ-Gruppen. Ihre Bühne. Ja, vielen herzlichen Dank und willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich ja hier heute vortragen darf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch positionieren, nicht nur im negativen Sinn des Versuchs einer Erklärung, dass wir die investorengestützten MVZ nicht die Bösen sind, sondern vielleicht sogar dahingehend, dass wir auch sehr gute Impulse liefern können. Und ja, wir haben schon einen Vortrag darüber gehört und in diese Richtung versuche ich natürlich heute auch zu argumentieren oder Ihnen das darzustellen. Personal- und Organisationsentwicklung in einem Ophthalmologie-Netzwerk, das ist uns wichtig. Wir sehen uns als Netzwerk, von mir aus auch Gruppe, aber nicht als Kette, weil wir legen auch niemand an die Kette, sondern wir versuchen eben im Netzwerk Synergien zu schaffen für unsere Mitglieder, für die Kliniken und Zentren. Und wer ist das? Wer sind diese Mitglieder? Dieses Bild ändert sich natürlich laufend. Wir haben ein Netzwerk von Kliniken und Praxen in Deutschland und der Schweiz im Moment. Also ich sehe was. Das tut mir leid. Nur da kann ich jetzt leider. Da. Ah. Wir haben ein Bild. Bild ist, ja, okay. Ein bisschen unscharf, aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Wir sind eben im Moment im Norden und Westen Deutschlands sehr aktiv, im Süden, in Berlin auch, wo wir auch unser deutsches Office haben. Und dann in der Schweiz, wobei wir auch gern in andere europäische Länder jetzt expandieren möchten. Und was bei uns wichtig ist, wir sehen uns wirklich als Partner der Ärzte, nicht nur im üblichen Sinne, sondern auch wirklich im geschäftlichen Sinne, wenn Sie so wollen. Alle unsere Chefärzte sind auch weiterhin an ihren jeweiligen Zentren beteiligt. Das heißt, Herr Wendel, darf ich Ihnen einmal, weil wir hier streamen und dafür brauchen wir. Okay. Passt das so für Sie? Ja, weil ich kann auch näher hier ran, wenn das besser ist. Geht das so besser? Wie Sie möchten. Ja. Okay, ja, ist gut. Geht das? Ja, gut. Ja, wunderbar. Also partnerschaftliche Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. Deshalb, wir steigen ein, indem wir uns an Zentren, existierenden Zentren beteiligen. Aber die Ärzte bleiben an Bord. Und wir haben auch das Ziel, dass wir auch jüngere Ärzte dann die Möglichkeit verschaffen, wenn sie das möchten, eine Beteiligung an dem jeweiligen Zentrum zu erwerben. Insofern, ja, wir sind finanziert mit privatem Kapital, aber wir sind eben auch substanziell weiterhin in Ärztehand. Und das ist die Grundbasis für uns. Wir wollen nämlich das, was jeder niedergelassene Arzt, das wurde heute auch schon gesagt, immer mitgebracht hat, schon immer unternehmerische Eigenverantwortung. Wir möchten, dass das auch weitergelebt wird. Wir sind ein föderalistisches System.
Wir wollen natürlich wachsen, aber wir wollen wachsen, indem wir hochqualitative Leistungen anbieten. Also Innovation und Qualität ist für uns kein Widerspruch, sondern die Grundvoraussetzung, um nachhaltiges Wachstum überhaupt erreichen zu können. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, das ist heute nicht mein Thema, aber was man natürlich bedenken sollte, wenn man fragt, wer rechnet wie viel ab, muss man natürlich auch fragen, wer erbringt welche Leistung. Und dieser Zusammenhang, der kommt vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz. Ja, aber bei mir geht es heute um das Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Als wir uns das erste Mal trafen mit den Mitgliedern unseres Netzwerks, haben wir mit den Ärzten diskutiert, was sind die größten Herausforderungen, die wir sehen. Und da war ganz klare Meinung Personal auf allen Ebenen. Also nicht nur ärztliches Personal, auch klinisches Personal, MFAs, Optiker, Optometristen, die ganz große Herausforderung, wie bekommen wir gute Mitarbeiter, wie halten wir sie, wie können wir sie fördern. Und dementsprechend haben wir dann auch gesagt, okay, wenn das ein Thema ist für alle unsere Mitglieder, dann versuchen wir auch hier, die zu unterstützen und Leistungen anzubieten. Und da haben wir drei Schwerpunktfelder dann identifiziert. Das Thema Weiterbildung, haben wir heute auch schon was darüber gehört, die Synoptis Academy in dem Fall, die sich allerdings, komme ich gleich dazu, nicht nur an Ärzte richtet, sondern an alle Berufsgruppen. Dann das ganze Thema interne Kommunikation, Thema Intranet, aber auch soziale Plattformen für die Mitarbeitenden, was wir auf Basis von Koyo implementieren. Und das ganze Thema Recruiting, Personalprozesse, auch Mitarbeiterverwaltung, Urlaubsanträge, was auch immer, wo wir eine Plattform bereitstellen für die Kliniken, die das möchten. Die wird dann aber auch weiterhin dezentral genutzt. Ja, vielleicht mal kurzer Exkurs, oder eigentlich ist kein Exkurs, weil das ist die Zukunft. Generation Z sind wir mittlerweile angekommen. Das sind also die nach 1996 Geborenen. Das heißt, insbesondere im Bereich des klinischen Personals, MFAs, sind das die, die wir heute einstellen. Bei den Ärzten sind wir natürlich teilweise noch durch die etwas längere Ausbildung bei der Generation Y. Aber der Trend ist erkennbar, es setzt sich fort. Das Work-Life-Balance sind einerseits große Themen weiterhin, aber auch eben Weiterbildung, Aufstiegschancen. Wie kann ich mich entwickeln langfristig? Welche Karrieremöglichkeiten habe ich? Faktoren, die heutzutage eine sehr große Rolle spielen und die wir versuchen oder wo wir versuchen, unsere Kliniken dabei zu unterstützen, das dann auch zu befriedigen. Genau, also die Plattform, wichtig, modern, interaktiv, umfassend, sehr verschiedene Kurse für ganz verschiedene Berufsgruppen. Natürlich Weiterbildungsassistenten haben wir auch sehr viel im Netzwerk, weil wir auch zwei Augenheilkunde Krankenhäuser mit betreiben. Aber eben auch die MFAs, die Optiker, Optometristen, bis hin zu ganz einfachen Basiskursen für Leute, die aus ganz anderen Branchen kommen, vielleicht an der Rezeption jetzt arbeiten, vorher Hotellerie, Gastronomie, die können sich dann in sehr kompakten Kursen auch weiterbilden, um was es denn in der Augenheilkunde geht. Das Ganze ist interaktiv. Es gibt die Möglichkeit hier, das Wissen dann auch wieder abzurufen. Punktesystem für die Ärzte natürlich schon immer wichtig, aber auch bei anderen Mitarbeitern gern gesehen und auch in diversen Formen als Quiz sozusagen auch spielerisch dieses Wissen dann zu vertiefen. Das ist ein Angebot, was sehr gut ankommt bei den Kliniken. Also 15 unserer Kliniken sind da jetzt angeschlossen im Moment. Wir haben über 1800 Nutzer, knapp 70 Kurse, die auch tatsächlich absolviert werden. Wir haben ja bisher über 18.000 Logins. Das verändert sich natürlich ständig, aber das zeigt auch ganz klar, das ist ein Angebot, wo auch tatsächlich auf Nachfrage stößt und auf sehr positive Resonanz stößt. Das ist die eine Initiative. Das andere, Intranet, ist natürlich nichts Neues. Kennen Sie alle, 72% der Firmen nutzen Intranet. Wobei es immer noch, oder klassisch, was ja ein sehr unidirektionales Medium, wo man Informationen eher so one-way platziert hat. Heutzutage geht das auch mehr in Richtung Interaktion. Es wird aber immer noch relativ viel Zeit verbracht auf der Suche nach Informationen, die eigentlich ein Kollege bereitstellen kann,
und Kommunikation, Abstimmung. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, das ist Zeit, die nicht am Patienten verbracht werden kann. Und die kann man dadurch dann natürlich erhöhen. Das heißt, die Produktivität erhöhen, aber eben nicht dadurch, dass alle jetzt schneller arbeiten, sondern dass man sozusagen zielführender arbeiten kann. So sieht dann die Plattform aus, ist auch sehr modern interaktiv gestattet. Es gibt eben auch Möglichkeit, dann untereinander zu kommunizieren, also auch als soziale Plattform sozusagen, weil auch das ist ein gewisser Trend, den man sieht, dass die Atmosphäre der Arbeit ist sehr wichtig und diese klassische Trennung zwischen Arbeitswelt andererseits, wo man dann nur Geld verdient, und Privatleben, wo man dann Spaß hat, das verwischt sich auch. Heutzutage wollen die Mitarbeiter auch bei der Arbeit Spaß haben. Und wenn man bei der Arbeit Spaß hat, dann bedeutet das auch, dass man sich mit den Leuten auch gerne austauscht, vielleicht auch mal über nicht berufliche Dinge. Und das wollen wir auch durchaus fördern, weil wir glauben, gerade in so einer Praxis ist es sehr wichtig, und das sieht der Patient auch und spürt der Patient auch, ob da wirklich ein Team zusammenarbeitet, was gut harmoniert, oder ob das so ein, sag ich mal, zusammengestückelter Haufen ist, der sich mehr schlecht als recht irgendwie über die Arbeitszeit hinweg schleppt. Ja. Und dann geben wir verschiedene Formen. Das sind alles Angebote an die Kliniken, das ist ganz wichtig. Das ist freiwillig. Wir machen ja Angebote, das kostet unsere Kliniken auch nichts. Man kann dann eben basic einsteigen mit Mitarbeiterkommunikation, einfache Stufen, gibt es verschiedene Ausbaustufen. Und das kann durchaus auch im Zeitablauf dann wachsen. Und das tut es in der Regel auch. Dritter Punkt. Das ist jetzt auch nichts grandios Neues, aber wer das heutzutage weiß mit Recruiting-Prozessen, man muss dann schon sehr schnell sein, wenn Mitarbeiter sich bewerben. Man muss natürlich auch schauen, hatte man schon mal Kontakt mit demjenigen, und wenn sie dann mal an Bord sind, ist es wichtig, dass man auch Möglichkeiten hat, zu schauen, wie kann man den Leuten auch helfen, sich weiterzuentwickeln. Das ist ein weiteres Tool, was wir den Kliniken bereitstellen, wenn sie möchten. Ganz wichtig, personenbezogene Daten, das Ganze wird nur von der jeweiligen Klinik genutzt. Wir machen keinerlei zentrale Auswertung diesbezüglich und können das auch gar nicht, wollen das auch gar nicht. Das ist nicht das Ziel. Das ist kein Überwachungstool. Das ist ein Tool, was den Kliniken helfen soll. Ja, Fazit. Ich glaube, wir können hier Synergien schaffen im Netzwerk, indem wir den Kliniken Initiativen bereitstellen, die einzelne Klinik so nicht hätte machen können, sei es aus Mangel an Zeit, Kapazität, Geld oder allem drei, wobei die Initiativen, das ist unsere Philosophie, immer sehr stark angepasst sind an die Kliniken, und es ist ein Angebot, ob man das annimmt oder nicht, kann jeder Einzelne oder jedes Mitglied unseres Netzwerks selbst entscheiden. Ja, das ist also ein etwas, was wir tun für die Mitarbeiter, und dazu brauchen wir natürlich auch wiederum Mitarbeiter, die dies tun. Wir haben hier ein kleines Team, was auch überwiegend in Berlin ansässig ist, bei denen ich mich auch nochmal bedanken möchte, die jetzt wahrscheinlich online zugeschaltet sind, die das hier mit aufgebaut haben, mit sehr viel Enthusiasmus und Engagement auch vorantreiben. Und ja, insofern sehen wir, und der beste Dank an uns ist natürlich, dass wir sehen, dass das Ganze von unseren Zentren sehr gut angenommen wird. Vielen Dank. Ich steige jetzt lieber mal über diese Trittleiter nach oben. Herr Dr. Wendel, ich habe trotzdem eine Frage, die ich fand, Herr Frank, dass dich ja nun sehr auch aufgeworfen hat. Können Sie nachvollziehen, wie lange die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren MVZ-Gruppen bleiben? Also da war ja unter anderem der Hinweis, dass sozusagen nach 2 Jahren das MVZ wieder verlassen wird? Also wir haben natürlich die Informationen. Ich denke, die Fluktuation ist deutlich geringer. Ja? Also gerade auch bei den Ärzten sehen wir eine deutlich geringere Fluktuation, weil wir eben auch im Netzwerk, wobei man muss natürlich eins unterscheiden, im Netzwerk kann sich natürlich auch ein Wechsel machen von einem Zentrum zum anderen Zentrum. Ne? Aber ich denke, ja, wir können das so nicht bestätigen. Und die andere Frage wäre natürlich, ist die Fluktuation von angestellten Ärzten in Einzelpraxen so viel anders? Die Frage dürfen Sie mir nicht wegnehmen, weil die habe ich mir für die Podiumsdiskussion aufgehoben. Ich danke Ihnen. Als nächstes begrüße ich Thomas Dollhoff, Geschäftsführer von RH Diagnostik und Therapeutik GmbH, Gründungsmitglied übrigens auch. Entschuldigung, Sie sind ja auch ebenfalls Gründungsmitglied. Hier habe ich es mir aber notiert. Ich freue mich sehr jetzt, dass Sie uns zeigen,
flächendeckende radiologische Versorgung, wie sie in Expertennetzwerken funktioniert. Das geht ja auch sozusagen in die Richtung der Ängste, vollkommen zu Recht übrigens, der Selbstverwaltung, Thema Sicherstellung. Ja? Von daher freue ich mich auf Ihren Vortrag. Erstmal Dankeschön, dass sozusagen Herr Nahrung, BBMV, mir die Möglichkeit geben, ein paar Worte über flächendeckende radiologische Versorgung und Expertennetzwerke vorzutragen. Wenn ich natürlich gewusst hätte, dass der Dastitsch da ist, dann hätte ich das über Rothenburg an der Fulda, Bad Hersfeld, unsere radiologischen Praxen da vor Ort gemacht. So habe ich dann die Region Unterer Niederrhein, Emmerich, Wesel, Kleve, Moers, wenn Sie die Städte schon mal gehört haben, sozusagen rausgesucht. Ganz kurz zur Vorstellung, mein Name ist Thomas Dollhoff, ich bin ein Gründer und Geschäftsführer einer Gruppe, die sich RH Diagnostik und Therapie nennt. Wir haben uns 2015 gegründet mit dem Ziel, eine der führenden radiologischen, nuklearmedizinischen und strahlentherapeutischen Gruppen in Deutschland zu werden. Mein Gründungspartner und ich haben das beide schon mal gemacht, in der Labormedizin und im Mammographie-Screening, und dachten, das wäre eine gute Idee, das in diesen drei Fachgebieten nochmal zu tun. Wir haben heute knapp 70 Standorte in der Gruppe, über 200 Fachärzte in diesen drei Fachgebieten, 1500 Mitarbeiter. Was man jetzt hier vielleicht nicht ganz gut sieht, wir sind natürlich in Ballungsräumen, wir sind in Frankfurt mit der Praxis um Herrn Dr. Asma, Radiologie an der Antikesallee. Wir sind in Ballungszentren, wir sind in Stuttgart, wir sind in Köln, wir sind in Düsseldorf, wir sind in Frankfurt. Wir sind aber eben auch am unteren Niederrhein oder im Westmünsterland oder in Ostniedersachsen oder in Osthessen vertreten. Das heißt, es ist keineswegs so, dass wir uns nur auf die Ballungsräume fokussieren, sondern wir versuchen, gute flächendeckende Versorgung da zu machen, wo man das eben können, oft dann auch eben mit lokalen Krankenhauspartnern. Ich habe hier konkret mal ein Beispiel rausgesucht, eben das Beispiel vom unteren Niederrhein. Unsere erste Beteiligung war an der Praxis Radiologie im Forum in Wesel, das war im Januar 2020. Die Praxis ist am lokalen Marienhospital in Wesel. Alles klar, kein Problem. Wir sind am lokalen Marienhospital in Wesel, versorgen das Krankenhaus stationär, haben da auch ambulante Sitze, haben dann mit dem kirchlichen Träger, der Prohomine-Gesellschaft, festgestellt, Prohomine hat ein zweites Krankenhaus in Emmerich. Das ist also an der holländischen Grenze strukturschwach. Und die haben uns gefragt, könnte das nicht auch stationär versorgen? Wir haben das gerne gemacht, haben aber auch einen der Sitze von Wesel nach Emmerich verlegt, so dass die Stadt Emmerich zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Emmerich heute eine radiologische Versorgung hat. Die haben dann MRT, die haben dann CT, die haben Röntgen. Alle radiologischen Modalitäten werden heute nicht nur für das Krankenhaus dort angeboten, sondern auch für die ambulanten Patienten. Das heißt, sie müssen immer zum Herrn Dr. Wittkemper nach Herne fahren oder zu uns nach Düsseldorf oder nach Duisburg, sondern sie können die Leistung eben auch in Emmerich vor Ort zum ersten Mal ambulant bekommen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, in Wesel haben wir Wartezeiten an unserem MRT von 4, 6, für manche Modalitäten 8 Wochen. Also haben wir gemacht, ein zweites MRT-Gerät aufgestellt. Heute wird jeder Kassenpatient in Wesel bekommt, egal für welche Untersuchung, einen Termin innerhalb von 2 Wochen. Und es muss auch ein Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitswesens sein, dass ein Kassenpatient für jede Untersuchung einen Termin in 2 Wochen kriegt. Und das ist auch ein Kennzeichen unserer Gruppe. Ich frage bei jedem Standort nach, kriegen unsere Patienten einen Termin innerhalb von 2 Wochen? Und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir was falsch. Das heißt, wir haben hier die MRT-Kapazitäten verdoppelt und dann haben wir bösen Investoren, einen Investor aus dem Ruhrgebiet, einen Immobilieninvestor angesprochen, ob sie nicht in Wesel ein Ärztezentrum entwickeln wollen. 4-stöckiges Gebäude, 3000 Quadratmeter Fläche. Da bauen wir jetzt einen fixen Screening-Standort rein. Sie haben heute in Wesel keine Möglichkeit, in einem Gebäude eine unangenehme, die Damen kennen es, Mammographie zu bekommen, sondern Sie müssen in einem Container. Zum ersten Mal werden wir das jetzt fix vor Ort machen. Das heißt, das sind für mich Beispiele, wie wir Versorgungsstrukturen vor Ort verbessern.
Wir haben uns entschieden, eine eigene Teleradiologiegruppe aufzumachen. Das heißt, wir sourcen das nicht an ausländische Gruppen, darf man in Deutschland nicht, oder an irgendjemanden aus, sondern wir machen es selber. Das heißt, wenn in der teleradiologischen Versorgung unserer Krankenhäuser was schiefläuft, sind es unsere eigenen Leute und da kann man einfach die Qualität sicherstellen. Fachexperten. Sie kriegen am unteren Niederrhein keinen interventionellen Radiologen an jeden Standort. Aber der alte geschäftsführende Oberarzt der Uniklinik Düsseldorf, der jetzt unseren Standort in Wesel leitet, der PD Dr. Sawicki, ist eben dieser eine interventionelle Radiologe. Und da, wenn die Kollegen aus Kleve oder Emmerich eine Frage haben in diesem Bereich, dann rufen sie halt den Sawicki an. Oder wenn der einzige Neuroradiologe in der Region, Dr. Lore in Emmerich, Zweitbefundung machen kann, dann macht er das natürlich bei neuroradiologischen Fragestellen. Das kann keine kleine Praxis machen, das kann nur eine große Gruppe machen, wo ich diese Fachexperten habe, ich habe eine einheitliche IT-Struktur, dann kann der eine Zweitbefundung machen. Der verbessert die medizinische Qualität in dieser Gruppe. Genauso unsere programmverantwortlichen Ärzte im Mama-Screening oder der Dr. Anastasio, der die DEG und die Fortuna und Sportvereine in Nationalmannschaften betreut. Wenn es da eine MSK-Frage gibt, dann steht der zur Verfügung. Wir können auch nicht alles vor Ort machen. Unsere Herzkamera für die Myokardszintigraphien, die hat nur der PD Dr. Reinhardt in Düsseldorf. Aber unsere Praxen in der Peripherie wissen, wenn da eine anfällt, dann fahren die zum Kollegen nach Düsseldorf rein. Also wir sind im Ganzen sind natürlich auch Grenzen gesetzt, dass wir teure Geräte untersuchen nicht überall vorhalten können. Aber in diesem Netzwerk kann man dann eben sicherstellen, dass der Patient auch eine adäquate Behandlung, wenn es vor Ort nicht möglich ist, in der Großstadt erhält. Das Ganze unterstützen wir natürlich in so einem größeren Verbund durch den Einsatz von moderner Software. Wir versuchen, für ganz spezifische Unterfragestellungen medizinische künstliche Intelligenzlösungen einzusetzen. Wir haben moderne Software. Anwendungen für Zuweiser, für Patienten. Keiner kriegt bei uns heute mehr Bilder mit, keiner kriegt eine CD mit, sondern sie kriegen einen datenschutzgesicherten Code, was gar nicht so einfach ist, wo sie sich einloggen können und dann schauen sie ihre Bilder an über ihr ganzes medizinisches Leben. Und solche modernen Aspekte können eben nur größere Gruppen sicherstellen. Zum Schluss möchte ich noch zwei, drei Punkte bringen, die ja uns Investoren geführten MVZs immer vorgeworfen werden. Ich bin Kaufmann. Finanziellen Erfolg schaffe ich im Gesundheitswesen. Ich habe das in den USA gemacht, jetzt mache ich es in Deutschland. Immer nur dann, wenn ich medizinische Qualität abliefere. Als dummer Kaufmann verstehe ich das. Und wie erreiche ich medizinische Qualität? Indem die besten Ärzte und die besten MTAAs und die besten MFAs bei mir arbeiten. Das heißt, die ganzen Vorträge, die Sie gerade vorher gehört haben, die gehen alle um Weiterbildung, Ausbildung, attraktives Arbeitsumfeld. Das geben wir unseren Ärzten und MTAAs und MFAs. Und deswegen kriege ich lauter Professoren von Unikliniken, die bei mir arbeiten wollen. Und ich kriege PD-Doktors und ich kriege Leute, die hervorragend ausgebildet sind, weil wir denen ein gutes Arbeitsumfeld schaffen. Ich würde niemals als Kaufmann auf die Idee kommen, in die ärztliche Selbstbestimmtheit eines Arztes einzugreifen. Das ist idiotisch. Das ist ein rein emotionales Argument von Funktionären und hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ich verstehe nichts von Medizin. Ich kann doch einem Arzt nicht sagen, ob er Kontrastmittel nimmt oder nicht oder wie er einen Patienten untersucht. Das ist doch hirnrissig. Wenn ich einem Arzt, das ist die Elite des Landes, keine Eigenverantwortung gebe und den selbstständig arbeiten lasse, dann ist der ganz schnell wieder weg. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Ärzte nachher an dich bitten, der Dr. Flicker, der Dr. Reh, die Frau Dr. Hosfeld, der Herr Dr. Sabo, die Radiologen in Rothenburg, die seit 2018 in unserer Gruppe sind, die sind alle noch da. Da ist keiner weg. Und jetzt hole ich gerade einen Oberarzt von der Uniklinik in Hannover dann nach Bad Hersfeld. Das heißt, niemals würden wir das einschränken. Wir investieren siebenstellige Beträge in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, in die MFAs und MTAs noch mehr als in die Ärzte, weil das der eigentliche Engpass sind. Die sind noch knapper gesät als die Ärzte selber. Wir erlauben den Ärzten über Q1, Q2-Zertifikate Subspezialisierung. Wir wollen diese Experten, wir wollen uns qualitativ abheben von den Krankenhäusern, von unseren anderen ärztlichen Praxen in der Region und wir vernetzen unsere Ärzte. Wir haben Fach,
Kreise zu Prostata, zur Herzbildgebung. Die PVAs, also die Mama-Experten, sind zusammen. Das heißt, wir versuchen, einen Austausch zwischen den Ärzten zu kriegen und wir glauben an Teamarbeit. In jeder anderen Industrie haben sie eine Arbeitsteilung. Wie ja gerade die Vorredner dargestellt haben, da kümmert sich jemand ums Personal, da kümmert sich jemand um IT, da macht jemand Marketing und der Arzt soll für den Patienten da sein. Der muss nicht nachts auch noch schauen, wie er die nächste MFA wiederfindet. Und deswegen ist unser Modell, denke ich, auch ein gutes. Natürlich verfügen wir über die finanziellen Mittel, die Geräte und Software einzusetzen. Wir sehen uns als langfristiger Partner, das kapieren auch immer mehr Krankenhäuser und arbeiten mit uns zusammen und sehen uns als ein Teil eines funktionierenden deutschen Gesundheitswesens. Und es wäre schade, wenn man uns da nicht mitagieren lässt. Dankeschön. Vielen Dank auch nochmal für die Darstellung sozusagen Patientenqualität oder Qualität der Versorgung, welchen Augenmerkmal Sie drauf haben. Trotzdem werden wir, und ich gucke schon wieder zum KV-Vorsitzenden, das Thema Sicherstellung dennoch berühren müssen, weil das hat ja nicht nur was mit Patientenqualität zu tun, sondern wir brauchen es ja überall. Ich darf jetzt zum letzten Vortrag bitten und ich darf wieder mal ein Tandem auf die Bühne rufen, aber zum ersten Mal zu der Person. Wir begrüßen Frau Dr. Sonja Greshake, sie ist Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie, ärztliche Leiterin des MVZ Nazareth Kirchstraße in Berlin und übrigens auch ein Versorgungsstandort der Medicover und Herrn Dr. Bernhard Frieling, Geschäftsführer der Medicover und leisten die Medicover in 17 Ländern, glaube ich, bereits interdisziplinäre Versorgung. Sie sind erfolgreicher Gründer von mehreren Gesundheitsunternehmen. Bin ganz gespannt, denn Sie sind auch von Hause aus Arzt, also Unternehmertum und Arzt, wie sich das vereinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir freuen uns jetzt auf die Einblicke einer MVZ-Gruppe und das Thema Suchtkrankung. Wo ist hier das? Ja. Sie können hiermit weiterklicken. Ja. Genau. So, das muss ich immer vorab stellen. Das ist aber schon eins der Zeichen, was immer kritisiert wird, maximale Transparenz, die ist bei uns gegeben. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und deswegen muss ich diesen Disclaimer machen. Bei uns kann man sich einen 200 Seiten Geschäftsbericht im Internet runterladen, wo alles drinsteht. Das Unternehmen ist gegründet worden vor 27 Jahren von einer schwedischen Unternehmerfamilie, der Familie Jochnik, ursprünglich in Polen. Dort groß geworden mit dem Aufbau einer im Grunde genommen einer Parallelstruktur zum staatlichen Gesundheitswesen von der Wiege bis zur Bahre, also tatsächlich von MVZ-Zentren bis hin zu stationärer Demenzpflege. Und wir sind ganz langfristig unterwegs, kein klassisches Private Equity, sondern genau das Gegenteil. Wir sind auf Dauer angelegt, auch der Personalwechsel ist gering, der CEO und der CFO sind seit über 20 Jahren dabei und das Unternehmen wird von einer gemeinnützigen Stiftung dominiert. Das hat sich sehr nachhaltig entwickelt auf mittlerweile über 35.000 Mitarbeiter die, und 1,3 Milliarden Euro. Wir sind in ganz vielen Ländern tätig. Das größte Land ist Polen aus der Geschichte heraus, dann zweites Land ist Deutschland, dann sind wir sehr stark in der Ukraine, was für uns jetzt im Moment ein Riesenkopfschmerz ist. Wir haben 3.500 Mitarbeiter in der Ukraine und sind dort der größte private Gesundheitsanbieter. Wir sind dort im Bereich der Krankenhäuser tätig, viele Arztzentren, sind auch Versicherungen nach dem capitation Modell, so ähnlich wie HMOs in den USA. Und wir betreiben hier in Deutschland 26 MVZ und ein Krankenhaus. Die verteilen sich hier so über Deutschland. Irgendwie fehlt uns die Mitte Deutschlands, aber das kommt dann auch nochmal. Wir sind gestartet in der Endokrinologie, Rheumatologie. Ganz kleine Fachrichtungen, wo es nur sehr wenig Ärzte gibt, wo wir in der Endokrinologie wahrscheinlich 50% Marktanteil haben. Und unsere Ärzte sind auch viele Privatdozenten. Das kann ich nur unterstreichen, was Herr Schalkow gerade gesagt hat und hier auch in Fokus gelistet. Eins unserer Zentren ist hier in Berlin, wollten Ihnen mal was anderes vorzeigen. Wir sind hier auch versorgungsrelevant. Wir sind sehr gut bekannt bei der KV und die ist sehr froh, dass wir uns hier
um die Suchtpatienten kümmern. Wir haben zwei Standorte, die das machen. Einmal am Nazareth-Kirchplatz und das andere ist in der Seestraße. Das ist beides im Wedding, nicht gerade einer der Vorzeigeviertel von Berlin. Und dort beschäftigen wir uns in zwei Zentren mit dem Thema Suchtmedizin und Methadonsubstitution. Und da wird jetzt Frau Gresshacke, die das da vor Ort leitet, noch was zu sagen. Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben es schon gehört, unser MVZ Nazareth-Kirchstraße liegt in Berlin-Wedding am Leopoldplatz. Das ist ein ganz spannender Kiez. Da leben ganz viele Kulturen ganz eng beieinander. Es ist ein sogenannter Problemkiez. Da trifft sich Alkohol- und Drogenszene, aber auch in letzter Zeit eben wieder eine Änderung, Zuzug reicherer Menschen. Da werden ist auch der Begriff Gentrifizierung immer wieder gefallen. Wir haben einen sehr hohen Anteil unter unseren Patientinnen und Patienten an Menschen mit geringem Einkommen und aus sozial schwierigen Verhältnissen. Wir hatten 2021 21.000 Kassenpatienten in Behandlung und nur 700 Privatpatienten. IGEL-Leistungen werden bei uns fast gar nicht nachgefragt. Unser Team besteht aus zwei Fachärztinnen für Allgemeinmedizin, einer Internistin, die auch hausärztliche Versorgung macht, und zwei Fachärzten für Psychiatrie. Wir haben 10 MFAs und 2 Auszubildende. Und wir bilden auch weiter in Psychiatrie und Allgemeinmedizin. Das ist uns auch ganz besonders wichtig, weil wir eben finden, dass wir etwas anbieten können im Rahmen der Weiterbildung, was man im Krankenhaus eben nicht lernen kann. Zum Schwerpunkt der Suchtmedizin komme ich ja noch. Alle Ärzte, die in unserem MVZ tätig sind, sind auch Suchtmediziner. Ja, vielleicht interessant, also die meisten der geschätzt 170.000 opioidabhängigen Menschen, da geht es ja meistens um Heroin, sind in Deutschland in Therapie oder ans Hilfesystem angebunden. Die wenigsten alkoholkranken Menschen werden therapeutisch erreicht. Das sind nur schätzungsweise 10%. Wir haben ja den Schwerpunkt opioidgestützte Substitutionsbehandlung opiatabhängiger Patientinnen und Patienten. Nur so am Rande gesagt, wir behandeln natürlich auch andere stoffgebundene Süchte, natürlich Alkoholkrankheit und Cannabis, Kokain, Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln und so weiter. Jetzt zu unserem Substitutionsprogramm. Da haben wir zurzeit knapp 300 Patienten, die wir darin betreuen, darunter übrigens auch viele Geflüchtete. Und ich will das kurz beschreiben, wie das abläuft. Die Patienten müssen immer ganz kurzfristig einen Termin bekommen. Wir müssen eine ganz ausführliche psychiatrische und suchtmedizinische Anamnese machen. Wir haben ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Also es kann ein obdachloser Mensch sein, der intravenös Heroin hochdosiert konsumiert. Die Bandbreite ist ganz groß. Es kann auch ein Familienvater sein, der noch in relativ geregelten sozialen Verhältnissen lebt, aber wo der Arbeitsplatzverlust droht. Oder es sind Menschen, die gerade aus der Haft kommen, die vielleicht Bewährungsauflagen haben. Therapie statt Strafe ist dann Stichwort. Konsumverhalten völlig unterschiedlich, polyvalent, hochdosiert. Und auch die Motivation ist ganz unterschiedlich. Ja, wir schätzen dann gleich beim Erstkontakt auch ab, wie ist der psychosoziale Hilfsbedarf, also zum Beispiel Wohnungslosigkeit, ist ein Heimplatz, der in Gefahr ist, Schulden, vielleicht existiert gar kein Personalausweis. Wie ist der medizinisch-körperliche Hilfsbedarf? Sind da vielleicht Wunden akut zu versorgen? Hepatitis-Infektion ist ja sehr häufig, häufiger noch als HIV. Und ist die psychiatrische Mitbehandlung erforderlich? Also da gibt es ja oft komorbide Störungen, ADHS, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, drogeninduzierte Psychosen, dann kann die Behandlung in unserer Praxis erfolgen oder die Patienten sind schon irgendwo anders in psychiatrischer Behandlung, das gibt es auch. Wir versuchen sie dann, wenn der Bedarf da ist, eine psychosoziale Betreuung, PSB, einzurichten. Da arbeiten wir eng mit den lokalen psychosozialen Betreuungsvereinen zusammen. Wir bieten ihnen eine Räumlichkeit an in unserer Vergabepraxis und können die Patienten da kieznah, niederschwellig gleich eben anbinden. Für Geflüchtete aus dem Iran oder Afghanistan haben wir auch zweimal wöchentlich eine Sprechstunde
mit einem Farsi-sprechenden Sozialarbeiter. Wir arbeiten zusammen mit der Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen der Berliner Stadtmission, übrigens auch nicht nur im Drogenbereich, auch bei allen anderen Patienten. Und sollte eine Infektion vorliegen, behandlungsbedürftiger Hepatitis zum Beispiel, dann können die Patienten im Verlauf natürlich auch in unsere Infektiologie überwiesen und dort mitbehandelt werden. Gut, Motivationsprüfung ist klar, das ist wichtig. Biografie, wie sind Vorbehandlungen verlaufen? Das Substitut wird dann eindosiert, da sehen Sie, welche wir da verwenden. Und bis die richtige Dosis gefunden ist, brauchen diese Patienten tägliche Arztkontakte. Und wenn die Dosis stabil eingestellt ist, dann kommen Sie in unsere Vergabepraxis in der Turiner Straße. Das ist da unten dieses eingerüstete Haus, das ist die Erdgeschosswohnung. Sie haben einen Einblick in unsere Räumlichkeiten dort. Gut, Farbgestaltung ist Geschmackssache, aber wichtig ist, das sehen Sie nicht auf den Bildern, da ist Videoüberwachung, da ist so ein Vergabefenster, wie Sie es aus der Nachtapotheke kennen, mit Panzerglas. Da gibt es unten Tresore, wo die Betäubungsmittel und Rezepte aufbewahrt werden. Also wir müssen auch unser Personal schützen, da gibt es auch Wachschutz. Und 365 Tage im Jahr findet dann dort die Vergabe des Substituts statt. Und alle 14 Tage bekommt die Patientin, der Patient Arztgespräche in dem kleinen Arztzimmer oder oben in der Praxis. Wir haben auch Besprechungen mit den psychosozialen Betreuern. Da wird einmal wöchentlich wird geguckt, wie sieht es aus mit der Arbeits- und Wohnungsrehabilitation. Kann es wieder in Richtung Arbeitsfähigkeit gehen? Das ist sehr oft der Fall, dass Maßnahmen gemacht werden können, wenn der Patient erstmal stabil ist. Dann kann man eine Apothekenvergabe einrichten, das Ganze flexibilisieren oder auch nach längerer Zeit eine Mitgaberegelung, Take-Home. Wir müssen regelmäßig Drogenscreenings machen, okay? Ja. Also Sie sehen, das ist eine sehr aufwendige, aber auch gesellschaftlich sinnvolle Sache. Genau. Wir bringen noch individuelle Tätigkeitsschwerpunkte ein der Mitarbeiter. Wir arbeiten mit Interhomines für Geflüchtete zusammen. Wir sind Covid-Schwerpunktpraxis. Und was ich persönlich an der Tätigkeit im MVZ schätze, ist einmal natürlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich kann meine psychiatrischen Patienten, die oft den Weg zum Hausarzt aus gesundheitlichen Gründen nicht finden, direkt an unsere Hausärzte vermitteln, wenn erforderlich. Ich kann Labordiagnostik und EKG machen. Ich kann die hausärztlichen Patienten, wenn psychiatrisch Bedarf ist, mitversorgen. Und ich kann mich im NVZ auf diese ganzen komplexen medizinischen Aufgaben voll konzentrieren, weil ich die Unternehmensstrukturen nutzen kann für alle anderen Dinge. Die Rechtsabteilung, den Einkauf, Abrechnung. Und ich kann als niedergelassene Ärztin arbeiten, ohne ein unternehmerisches Risiko einzugehen. Und bin aber in meinen therapeutischen und diagnostischen Entscheidungen da ganz unabhängig und frei. Das Gleiche betrifft natürlich auch die Leitungsfunktionen am Standort, Organisation der Praxisabläufe, Personalführung. Da arbeite ich ganz eigenverantwortlich. Aber wenn dann eben Fragen der strategischen Weiterentwicklung sind oder Investitionsentscheidungen anstehen, dann gibt es eben eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Und jetzt kommt das ganz persönliche Fazit. Da sehen Sie noch mein Zimmer in der Nazareth-Kirchstraße. Also für mich bedeutet das ganz konkret gesagt, ich kann meinen Traumberuf als niedergelassene Ärztin ausüben. Ich kann 30 Wochenstunden tätig sein. Und das eben nur, weil ich in diesem MVZ diese Arbeitsbedingungen habe. Und obwohl ich sozusagen Mutter von drei Kindern bin, im Grundschulalter und einen in Vollzeit berufstätigen Ehemann, übrigens auch Arzt, habe. Und ich nenne das ideale Work-Life-Balance. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich habe schon eben zu den beiden Kolleginnen und Kollegen gesagt, die letzten beißen immer die Hunde. Da musste ich ein bisschen Gas geben. Ich danke, dass Sie mitgemacht haben. Ganz kurz einmal, also ganz ehrlich, Ihr MVZ ist prädestiniert dafür, Partner eines Gesundheitskiosks zu werden. Ja? Sie wissen, die niedrigschwelligen Angebote, die wir jetzt, steht ja im Vorhabenplan des BMG, im Herbst 2022 angehen werden, finde ich ganz toll. Sie müssen mir noch eine Frage beantworten. Rosinenpickerei ist einer der Vorurteile. Ist das ein Prestigeobjekt oder warum machen Sie das?
Ehrlich gesagt ist das entstanden aus einer Bekanntschaft von unseren Ärzten in der Endokrinologie, wo wir eigentlich herkommen, die eben die vormalige Gründerin dieser Praxis gut kannten, gilt auch für das Infektiologiezentrum. Und ja, die ist jetzt 65 und ist inzwischen auch ist eine Israelin gewesen. Die ist inzwischen zurück nach Israel und suchte eine Lösung, wie es mit der Praxis weitergeht. Und es ist extrem fordernd. Wir haben ehrlich gesagt für diese Dame, wir haben uns entschlossen, das zu übernehmen. Zugegebenermaßen wird es etwas besser bezahlt als die normale Haushaltstätigkeit. Für die Vergabe gibt es von der KV ein Zuschlag, sodass man da also etwas anderes. Und das ist also tatsächlich sozusagen eine Win-Win-Situation gewesen. Und es ist extrem schwierig gewesen, dafür Nachfolge zu finden. Das wäre als Selbstständige ihr wahrscheinlich gar nicht gelungen. Und wir haben dann tatsächlich eine interne Lösung, ist es nämlich. Frau Gressacke war dort Weiterbildungsassistentin gefunden, die das dann weitermacht. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke sozusagen plastisch, dass man sich nicht natürlich nur die hochleistungsspeziellen Leistungen aussucht, sondern dass natürlich auch andere Motivationen dabei stehen können. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit für die ersten beiden Blöcke. Ich bedanke mich insbesondere auch bei den Zuschauern und Zuschauern vor den Bildschirmen, denn wir machen jetzt eine halbstündige Pause. Die ist nicht mehr ganz halbstündig, denn es geht um 15.30 Uhr weiter mit der Podiumsdiskussion. Da freuen wir uns auf Professor Armin Grau, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grüne, auch Arzt, und Herr Dr. Georg Kippels, ebenfalls Mitglied des Ausschusses für Gesundheit, und unseren drei Impulsgeberinnen und Impulsgebern, Frau Stauch-Eckmann, Frau Susanne Müller und Herr Frank Dastich. Es geht weiter, 15.30 Uhr. Sie können sich erfrischen. Draußen sozusagen zum Gang der Wendeltreppe hin gibt es einen Stand mit Süßigkeiten. Sie werden mich dort finden, denn der ist auch für Sie gedacht. Also folgen Sie einfach mir. Ich wünsche Ihnen eine gute Pause. Liebe Zuschauer und Zuschauer vor dem Bildschirm und liebe Gäste und Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier vor Ort, willkommen zurück oder welcome back, wie wir so heute so schön sagen, zum letzten Teil und letzten Part dieser spannenden Veranstaltung des BBMV zum Thema MVZ, unverzichtbarer Pfeiler einer nachhaltigen Medizin 2.0. Ich freue mich jetzt wirklich auf einen gemeinsamen Austausch. Sie alle, die jetzt vielleicht Part 1 und Part 2 erlebt haben, da hat man richtig gemerkt, so jetzt nochmal eine Nachfrage stellen. Jetzt wollen wir in Interaktion, in den Austausch, in den Dialog gehen. Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wir wollen auch bei der Podiumsdiskussion bei der Überschrift bleiben, nicht bleiben, sondern uns insbesondere mit der Überschrift befassen. Gutes Geld, schlechtes Geld, gar kein Geld. Finanzierung der ambulanten Gesundheitsversorgung sicherstellen. Nochmal Hinweis an dieser Stelle. Fragen im Chat und auch hier vor Ort sind möglich. Bitte hier vor Ort Handzeichen geben. Im Chat tatsächlich rechts beim YouTube-Channel gibt es eine Chat-Funktion, da können Sie dann reinschreiben. Kleiner Disclaimer, wir können nicht alle Fragen wahrscheinlich beantworten, deswegen bitte seien Sie nachlässig mit uns für den Fall, dass Ihre Frage nicht drankommt. Lassen Sie mich einen ganz kurzen weiteren organisatorischen Hinweis geben. Die Bundestagsabgeordneten, die uns heute mit dabei sind, haben leider nur eine Stunde Zeit. Und ganz im Sinne, wir beginnen eine Veranstaltung, ein Gespräch gemeinsam, wollen wir es auch gemeinsam beenden. Heißt, anstelle der vorhergesagten anderthalb Stunden werden wir jetzt eine Stunde in die Diskussion reingehen. Und ich sehe schon ein weiterer Gast. Bitte wundern Sie sich nicht, die liebe Gäste im Streaming, kommt jetzt mit auf die Bühne. Das ist Professor Grau. Professor Grau, herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie doch hier oben schon Platz. Wir sind gerade erst eingestiegen, aber da wir streamen, mussten wir so pünktlich anfangen. Wir hätten selbstverständlich sonst gewartet. Das ist eine gute Überleitung, denn ich begrüße jetzt ganz herzlich hier auf der Bühne Sie, lieber Herr Professor Armin Grau. Sie sind Bundestagsabgeordneter seit dieser Legislaturperiode, Berichterstatter ambulante Versorgung. Das passt ja wie
die Faust aufs Auge, wenn ich das so sagen darf. Sie sind von Hause aus Arzt, Neurologe. Ich glaube, Sie haben das im Zweitstudium gemacht, nachdem Sie mal so einen Ausflug Richtung Politikwissenschaften, Germanistik und Geschichte, glaube ich, war es, mal gemacht haben. Sind aber seit wirklich Jahren kommunalpolitisch schon immer tätig gewesen. Das ist so mein Kenntnisstand. Und Ihr Ziel ist es, Missstände im Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern und die Versorgung der Patienten und Patientinnen sowie Arbeitsbedingungen zu verbessern. Lieber Herr Professor Grau, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Zu meiner rechten Seite, Herr Dr. Georg Kippels. Seit 2013 im Bundestag und ich bin wirklich erfreut, Sie mal wieder live und in Farbe erleben zu dürfen. Denn die letzten Monate habe ich natürlich, Dr. Kippel, Sie sind ja immer im Engagement und immer im Austausch mit Verbänden, mit Unternehmen, mit Bürgerinnen und Bürgern, immer in so einem kleinen Quadrat gesehen. Ja? Das ist tatsächlich ein ganz anderes Bild, ganz anderes Setting. Vielen Dank dafür. Sie wirken seit 2013 schon mit Ihrem ganzen Engagement im Gesundheitswesen. Deswegen darf ich Sie auch nur ganz kurz vorstellen, weil ich denke, die meisten kennen Sie, Herr Dr. Kippels. Sie sind jetzt unter anderem Berichterstatter Qualität und Gesundheitsregister der CDU/CSU, schon seit 2013 im Ausschuss für Gesundheit immer tätig. Sie sind ja selber auch ein Angehöriger der freien Berufe, wie wir so schön sagen. Herr Dr. Kippels ist von Hause aus Rechtsanwalt für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wussten. Sie sagen, die Qualität der Versorgung stärken, unter anderem durch Digitalisierung. Telemedizin war einer Ihrer Beispiele. Das ist Ihr Ziel. Ihnen beiden nochmal ein herzliches Willkommen. Und jetzt ganz kurz für all diejenigen, die erst jetzt zugeschaltet sind und natürlich für unsere beiden Bundestagsabgeordneten, die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium, denn wir durften Sie schon am ersten Teil dieser Veranstaltung kennenlernen. Von daher einmal von rechts, Herr Frank Distich, er ist der Vorsitzende der KV Hessen. Susanne Müller, direkt links von ihm, sie ist Geschäftsführerin des BMVZ und Frau Stauch-Eckmann, die Vorsitzende des BBMV. Jetzt ist unsere Runde komplett und wir steigen auch schon direkt ein. Wie gesagt, wir haben eine Stunde. Ich habe mal versucht, in vier Themenkomplexe mitzugehen. Und zwar einmal ambulante Versorgung der Zukunft. Herr Professor Grau, Sie waren jahrelang ärztlicher Direktor am Klinikum Ludwigshafen. Das Spannungsfeld zwischen Ökonomisierung oder Ökonomie, sage ich jetzt mal so, und Medizin, das hat Sie so Sie selbst sozusagen geprägt. Welche Impulse daraus wollen Sie für die ambulante Versorgung übertragen? Was ist Ihnen da wichtig? Ja, also zunächst einmal kann ich ergänzen, ich bin Berichterstatter für ambulante, für stationäre und sektorübergreifende Versorgung. Das trifft ja auf das Thema MVZ dann auch besonders gut zu. Ich komme aus dem Krankenhauswesen, ich war nie niedergelassener Arzt. Und insofern, die Krankenhäuser kenne ich jetzt seit 35 Jahren durch die eigene Tätigkeit. Aber den ambulanten Sektor kenne ich natürlich durch die Zusammenarbeit im ärztlichen Bereich zweifelsohne auch gut. Sie fragen, welche Weiterentwicklungen muss es geben im ambulanten Sektor? Ich fange jetzt dann doch mal an von den Krankenhäusern aus betrachtet. Wir machen in Deutschland zu viele Leistungen stationär. Wir haben im internationalen Vergleich, im OECD-Vergleich sehr viele Betten, sehr viele Krankenhausentlassungen und wir haben ein hohes Ambulantisierungspotenzial. Wir müssen also danach trachten, dass weniger Patienten im Krankenhaus versorgt werden, wo sie einfach gar nicht sein müssen. Und das heißt einfach, wir müssen den Krankenhäusern selber auch, aber das ist natürlich eine offene Geschichte, die nicht nur die Krankenhäuser selber betrifft, aber insgesamt eben sehr viele dieser Krankenhausleistungen in den ambulanten Raum hineintragen, Öffnungsmöglichkeiten schaffen und insgesamt die Sektorengrenzen deutlich abbauen und zu einer sehr viel besseren Zusammenarbeit kommen. Im ambulanten Bereich selber, den Sie gerade angesprochen haben, braucht es die kooperativen Modelle. Es braucht einfach eine enge, gute Zusammenarbeit. Es braucht den Netzwerkgedanken, der im ganzen Gesundheitswesen in Deutschland zu wenig ausgeprägt ist, sektorübergreifend, aber auch innerhalb der Sektoren. Corona hat gezeigt, dass die Krankenhäuser, dass alle Menschen davon profitieren, wenn auch die Krankenhäuser in Netzwerken mehr zusammenarbeiten. Und das gilt für den ambulanten Sektor eben auch. Ja.
Darf ich direkt da einhaken oder nochmal nachfragen? Wen sehen Sie da quasi auch als, ich sage jetzt mal, Orchestrierer und Erbringer dieser Leistung, insbesondere wenn Sie gerade das, ich sage mal, Ambulantisierungspotenzial ansprechen und eigentlich sagen, ich will diese ambulanten Leistung nicht im Krankenhaus, sondern tatsächlich in der dann auch ambulanten Versorgung? Nicht nur im Krankenhaus. Selbstverständlich müssen, ich glaube, das wäre gar nicht anders möglich. Ich denke, natürlich müssen viele dieser heute stationär erbrachten Leistungen im Krankenhaus in Zukunft auch von den Krankenhäusern ambulant erbracht werden. Ich denke, das geht gar nicht anders. Das wäre, würde, ich denke, da sind wir uns inzwischen ja einig. Noch vor wenigen Jahren gab es ein stärkeres Konkurrenzdenken zwischen niedergelassenen Ärzten, KV und auf der einen Seite und den Krankenhäusern auf der anderen Seite. Ich glaube, wir haben alle gelernt, wir haben jede Menge zu tun und wir müssen uns die Aufgaben nicht streitig machen. Ich denke, ein Teil dieser ambulantisierbaren Behandlungsfälle müssen sicherlich eben auch die Krankenhäuser in Zukunft machen. Absolut. Also das ist mir schon wichtig, dass das auch klargestellt ist, weil ich glaube, anders wird es auch nicht gehen. Das heißt, Sie wünschen sich dort Wettbewerb im Sinne von gleich lange Spieße, gleiche Vergütungsstrukturen oder wie würden Sie sozusagen die Versorgung dann da gerne gestaltet haben? Ich wünsche mir Wettbewerb vor allem im Patienteninteresse und das Wettbewerb um Qualität. Ja? Ich wünsche mir keinen marktlichen Wettbewerb im eigentlichen Sinne. Das ist eigentlich sekundär. Es geht um Wettbewerb um Qualität im Patienteninteresse vor allem. Ne? Da geht es um Qualitätssicherung. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Qualität muss transparent werden. Das sind wichtige Elemente. Ja. Vielen Dank. Ja. Herr Dr. Kippels. Eines Ihrer besonderen Engagements liegt auch darin, dass Sie insbesondere mittelständische Unternehmen unterstützen. Und jetzt einmal hier ganz konkret die Frage, wenn wir von diesem Ambulantisierungspotenzial sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass Gesundheitszentren zum Beispiel Kurzzeitliga aufnehmen und behandeln, wie stehen Sie oder geht das im Gesundheitswesen ohne privatwirtschaftliches Engagement? Also Gesundheitswesen und privatwirtschaftliches Engagement ist ja aus meiner Sicht kein Widerspruch und ist auch nicht miteinander unverträglich. Man muss im Grunde genommen immer nur vor Extrempositionen warnen, aber das Zusammenspiel ist aus meiner Sicht eigentlich eine vorgegebene Situation. Sie haben es eben angesprochen, die medizinische Versorgung des niedergelassenen Arztes ist der freie Beruf, die Selbstständigkeit, also quasi ja eine unternehmerische Tätigkeit. Und die ist in ein ganz großes Versorgungssystem eingebunden, die sich im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte grundlegend verändert hat. Dafür hat es die verschiedensten Gründe gegeben. Teilweise sind das natürlich Faktoren, die aus der Gesetzgebung bzw. aus dem Versorgungssystem heraus entstanden sind. Kostenfragen, Erstattungsfragen, aber natürlich auch die Ressource Personal bzw. diejenigen, die die Leistung erbringen sollen, also Ärzte und natürlich auch medizinisches Fachpersonal. Und wenn ich das jetzt, ich sag mal, flächendeckend über die gesamte Bundesrepublik versuche herunterzudeklinieren und dann wie mit so einem Brennglas auf meinen Heimatkreis gucke, das ist die unmittelbare Randlage von Köln. Manche würden das etwas despektierlich als ländlichen Raum bezeichnen. Ich bezeichne das als den gepflegten Vorgarten von Köln. Mhm. Dann haben wir aber schon die Situation, dass wir natürlich eine etwas geringere Bevölkerungsdichte haben. Wir haben aber ein hohes Anspruchsdenken der Bevölkerung auf qualitativ hochwertige Versorgung in allen Ebenen. Und wir haben natürlich mit Blick auf den demografischen Wandel der Leistungserbringer die Veränderung, dass ich sag mal, der klassische niedergelassene Arzt in Einzelpraxis nach und nach, ich gehöre auch zu den Babyboomern, in die Größenordnung der Rente kommt und die nachwachsende medizinische Generation ein anderes Vorstellungsbild hat, unter welchen Bedingungen, mit welchen Inhalten und in welchen Arbeitsformaten sie ihren Beruf ausüben will. Und dieser Herausforderung müssen wir uns als Gesetzgeber, aber auch, ich sag mal, im Rahmen einer ökonomischen Betrachtung stellen. Und deshalb müssen da die Schnittstellen identifiziert werden. Es müssen natürlich auch entsprechende No-Gos formuliert werden, in denen wir der Meinung sind, dass bestimmte
zu stark ökonomisierte Entwicklungen mit dem hippokratischen Eid nicht in Einklang zu bringen sind, auch unter ethischen Gesichtspunkten. Aber dieser Entwicklungsprozess ist eigentlich spannend, weil er eigentlich für alle Beteiligten, von den Patienten über die niedergelassenen Ärzte bis hin zu den Krankenhäusern, ganz neue Betätigungsformate ergeben, zu einer hohen Zufriedenheit auf Seiten der Ausübenden, auf Seiten der Patienten führt. Und das ist ein Diskussionsprozess, den müssen wir gemeinsam entwickeln. Also ich sage mal, für mich gibt es kein Entweder-Oder, sondern es gibt für mich ein Sowohl-als-auch, eingebettet in eine sorgfältige Analyse, was einer qualitativ hochwertigen Versorgung dienlich ist. Und da sind eigentlich alle gefragt, ihre Beiträge zu leisten. Und der Gesetzgeber muss im Bedarfsfalle, wenn er meint, es ist Potenzial für eine Fehlentwicklung da, eine Grenze ziehen. Das haben wir ja teilweise schon gemacht. Und das wird auch, ich sag mal, zukünftig immer kritisch betrachtet werden. Aber wir verschließen uns nie wirtschaftlichen Gedankengängen, weil jeder freie Beruf hat letztendlich auch eine wirtschaftliche Verantwortung, alleine schon für die Mitarbeiter, mal ganz speziell zum Ausdruck gebracht. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Zukunft, diese Entwicklung kreativ zu begleiten und nicht etwas zu verteufeln, vor allen Dingen nicht stehen zu bleiben. Dann werden wir von den Geschehnissen überholt, überrollt, und das ist mit Sicherheit für unser System nicht hilfreich. Herr Dr. Kippels, da hätten Sie heute bei unserem zweiten Part der Veranstaltung dabei sein sollen, denn hier haben insbesondere einige MVZ-Gruppen gezeigt, welche Bemühungen, Anstrengungen, Investitionen auch getätigt werden in sozusagen Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitererhaltung, Mitarbeiterqualifizierung. Schön, dass Sie es nochmal ausgeführt haben. Ich darf noch einmal, weil die beiden Bundestagsabgeordneten sozusagen so neu zu unserer Diskussion gestoßen sind, Frau Stauch-Eckmann, noch einmal eine weitere Frage anschließen. Herr Professor Grau, wir stehen ja jetzt hier in dieser Diskussion, ich versuche mal zum Pudelskern direkt vorzudringen, dass tatsächlich Träger oder MVZ-Gruppen unter anderem von Kapitalgebern ihr Geld und ihr Kapital miterhalten. Ich komme noch mal zurück auf Ihren Ausspruch auf Ihrer Homepage, die Ökonomie und Medizin, da gäbe es Missstände. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was halten Sie dort für richtig oder auch für falsch? Bitte einmal, genau, wir streamen, deswegen, das muss übertragen genau, werden. Ja, natürlich. Zuerst mal ganz grundsätzlich zum Begriff der Ökonomie. Also wir handeln als Ärzte, müssen immer auch ökonomisch handeln im Patienteninteresse. Alles andere wäre verschwenderisch an Zeit, an Ressourcen. Das ist auch medizinisch nicht richtig. Das Wort Ökonomie ist deswegen nicht im Widerspruch zu guter Medizin. Die Kommerzialisierung ist ein Problem. Das heißt, Ökonomisierung im Interesse des reinen Gewinnstrebens oder des übertriebenen Gewinnstrebens als Kommerzialisierung. Das ist, da achte ich in der Regel, vielleicht ist von meiner Homepage nicht in jedem Satz so ganz klar, weiß ich jetzt gerade nicht, aber da achte ich sehr drauf, eigentlich zu trennen zwischen Ökonomie und Kommerzialisierung. Das nur mal vorneweg. Es ist ja zunächst einmal unstrittig, dass es in vielen medizinischen Bereichen unbedingter Investitionen bedarf. Da sehe ich gar kein Problem drin. Was, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig ist, ist, dass Transparenz besteht. Ja? Und dass Transparenz besteht am Praxisschild, dass erkennbar ist, wo gehe ich jetzt hin als Patient, wer behandelt mich der, wer steckt da dahinter, wer ist ärztlicher Leiter, aber wer ist eben auch der Träger und was für eine Art von Träger ist das? Das soll der Patient einfach wissen im Sinne von Offenheit, von Transparenz. Und wir brauchen dazu auch ein geeignetes Register. Da muss man die Welt gar nicht neu erfinden. Da gibt es ganz gute Möglichkeiten, die auch heute schon im Sozialgesetzbuch 5 festgehalten sind. Wir brauchen einfach für den Patienten unmittelbar und dann auch für Analysemöglichkeiten, wer versorgt wie, wo in Deutschland, brauchen wir einfach Daten und Fakten. Mehr ist zunächst mal an der Stelle von meiner Seite aus gar nicht gefordert. Ja. Vielen Dank nochmal für die Ausführung und die Klarstellung. Vor kurzem ist eine aktuelle Forsa-Umfrage herausgekommen, die nochmal gefragt hat, was Bürgerinnen und Bürger, die ein Krankenhaus auswählen, eigentlich für die Entscheidungsfindung am wichtigsten ist. 95% sagten, dass sie die freie Krankenhauswahl schätzen. 95% sagten, sie
sind sozusagen, machen das an der Empfehlung Ihres Arztes, Ihres niedergelassenen Arztes fest. Und nur 19% haben gesagt, dass sie das davon abhängig machen, wer der Träger des Krankenhauses ist. Lässt sich das ableiten aus auch auf die ambulante Versorgung? Wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Ja, also ich glaube, in erster Linie ist natürlich der Arzt ganz wichtig, also der Name des Arztes, der behandelnde Arzt, auch dessen Reputation für den Patienten. Natürlich möchte man als Gruppe auch gerne, dass irgendwo eine wiedererkennbare Qualität der Gruppenzugehörigkeit, also der Praxen, die zu einer Gruppe gehören, für den Patienten fühlbar, greifbar, erlebbar ist, weil es natürlich dann auch den Behandlungserfolg sichert und die Patienten gerne zu einem kommen. Ich würde das Stichwort Transparenz da nochmal aufnehmen. Gerne. Also der Patient schätzt im niedergelassenen oder ambulanten System am meisten den Arzt, das wollen wir festhalten. Ob er sich immer im Klaren ist, wer dahinter, welche Strukturen dahinter stehen und ob das für ihn dann wirklich eine Bedeutung hat in der Wahl der Praxis, will ich mal dahingestellt sein lassen. Ich würde mal sagen, für uns als Träger, und da spreche ich für alle Mitgliedsunternehmen, wir hätten es sehr gerne, dass natürlich auch der Gruppenname am Schild steht. Das tut es übrigens auch in den meisten unserer Unternehmen und Praxen, weil das natürlich auch so einen Wiedererkennungseffekt fördert. Also ich glaube, die Träger der ambulanten Versorgungszentren, der medizinischen Versorgungszentren, sind da diejenigen, die da sofort auch mitmachen. Und auch das Transparenzregister, das hatten wir vielleicht noch die kleine Ausführung in der Anhörung. Ich glaube, die war vor einem Jahr gewesen in der öffentlichen Anhörung, wo wir waren, wo ja von der Linken der Antrag kam mit dem Transparenzregister. Da weigert sich auch keiner. Zwei Jahre, ja, es ist Covid. Ja, ich habe es irgendwie ausgeschaltet. Es ist 24 Monate ergeben, dann irgendwie 12 mal Corona oder mal diesen Prozentsatz Corona. Also in der Tat, da sind wir überhaupt nicht dagegen. Es ist nur wieder so dieses Thema Bürokratie, wie weit will man sie treiben? Sie haben es gerade selber gesagt, auch im BMVZ-Formular, Sie haben, glaube ich, auch, da gibt es ja auch Ideen. Ich glaube, da müssen wir uns alle an den Tisch setzen und da ein vernünftiges Verfahren finden, dass wir nicht die 3000. Statistik im Jahr am besten noch mit Stempel und handschriftlich irgendwo hin senden müssen. Aber ich glaube, da müssen wir halt auch an Lösungen ran und sehr gerne sind wir für Transparenz. Vielen Dank. Frau Susanne Müller, liebe Susi, einmal eine kurze Nachfrage. In unseren ganzen Impulsen und auch sozusagen in den Pressemitteilungen in den letzten Jahren, muss man ja sagen, und nicht nur Pressemitteilungen, Berichterstattungen, sei es über Rundfunk oder auch Fernsehen, war immer die Sprache davon, monopolartige Strukturen bauen sich auf. Zum einen vielleicht nochmal für uns alle, sind diese monopolartigen Strukturen, zeichnen die sich in der ambulanten Versorgung ab? Wenn ja, wo genau? Und welche Mechanismen haben wir denn derzeit, und bitte auch mit einer Wertung, ob ausreichend oder nicht ausreichend, um dem auch zu begegnen? Ja, wie bei fast allen Themenaspekten in diesem Bereich, also da muss man erstmal klären, was ist Monopol? Es gibt im Sinne des Kartellrechts eine Monopoldefinition, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, da haben wir in der ambulanten Versorgung, kommen wir nicht mal ansatzweise hin, aber das ist ja nicht das, was die Bürger oder die KV oder wer sich sonst darum sorgt, wenn von monopolartigen Strukturen die Rede ist, gemeint ist. Gemeint ist ja immer das Gefühl, dass die freie Arztwahl nicht rechtlich, sondern durch die praktischen Lebensumstände eingeschränkt ist. Entweder durch die Erreichbarkeit, durch den ÖPNV, ne? Dann kann, also wenn das kann auch kleinere Kreise sein, wenn das halt die Beweglichkeit nicht gegeben ist und wenn ein Anbieter, und Frau Stoch-Eckmann, Sie werden mir das verzeihen, ich bleibe einfach dabei, weil da kenne ich mich exemplarisch am besten aus, wenn man jetzt mal wie die Oberscharrer-Gruppe rund Nürnberg-Fürth sozusagen sehr, sehr viele Augenpraxen hat, ne? Sie können da vielleicht noch was zu sagen zur Verteilung, dann entsteht das Gefühl einer monopolartigen Struktur, die sich regional oder lokal befindet. Also das kann ich definitiv als Kenner, ne, Sie haben es ja in den Zahlenvortrag vorhin gemerkt, der Szene, es gibt übergreifend über Landkreise hinweg keine Monopole, nicht mal annähernd das auch, was man gefühlt haben könnte. Allenfalls, deshalb habe ich das auch so genannt, regionale Anklumpung eines Anbieters. Und selbst bei der Augenmedizin, auch wenn man von der Statistik weggeht, Sie hatten ja 36% sind
in Angestellten, durch Angestellte besetzt, alle Augenarztsitze, 25 direkt irgendwie über MVZ verbunden. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, nicht mal in Nürnberg ist es anders. Das heißt, wenn man das jetzt nur mal exemplarisch, und das hat jetzt, also das ist Willkür, dass Oberschara hier rausgegriffen ist, das nimmt, habe ich nicht mal in dem Ort, wo es der Vorwurf am nächsten, noch am meisten zutreffen würde, für den Patienten eine regionale Umstände, die verhindern, dass ich einen Augenarzt aufsuche, der nicht zu Oberschara gehört. Jetzt kann natürlich sofort das Argument kommen, ja, aber da muss man halt lange auf einen Termin warten. Das ist aber ein ganz anderes Problem und das gilt ja allgemein für die Augenmedizin, sogar hier in Berlin. Na, da muss man gucken, dass man die Ebenen auseinanderhält. Nicht so vermengt, dass es keine sinnvolle Diskussion mehr möglich ist. Insofern, also auf überregionaler Ebene sind wir ganz weit davon entfernt. Wenn wir ganz groß uns bewegen bei den Klinikträgern, wenn es dazu Zusammenlegungen und Konzernfusionen kommt, also Krankenhaus, wo auch MVZ dranhängt, ist sowieso immer das Kartellamt mit drin, auch im Laborbereich. Das läuft ganz, also da wo es um viel Geld geht, Dialyse, wenn da was vereinigt wird, das wird geprüft, das findet schon statt im Rahmen der Gesetze. Der Anwalt nickt, ja, wunderbar. Und das andere, das kann ich mich nur von vorhin wiederholen, wir bewegen uns stark auf einer Ebene der Gefühle und der Emotionen. Und das steht oft einer logischen Lösung im Weg. Da möchte ich aber noch mal an Herrn Lastig mich wenden, denn Ihre Aufgabe als KV ist es ja nicht nur im Hier und Jetzt zu schauen, sondern tatsächlich den Blick auch noch mal zu werfen, wie sieht es denn in 5 bis 10 Jahren aus? Habe ich dann noch genug Leistungserbringer, Vertragsärzte im niedergelassenen Bereich, die die Versorgung erbringen, oder habe ich nur noch große Verbünde, die dann natürlich auch nicht mehr in Anführungsstrichen zurück an Einzelpraxen verkauft werden können? Was ist Ihre größte Sorge oder auch Befürchtung? Also meine größten Sorgen und Befürchtungen sind ja schon Realität. Ich erinnere mich an einen Dialog, den ich als junger Vorsitzender der Vertreterversammlung, vor 20 Jahren war ich, naja, zumindest gefühlt jung, mit einer damaligen Bundesgesundheitsministerin geführt habe. Zumindest habe ich versucht, mit ihr in einen Dialog zu kommen. Ich habe damals als junger VV-Vorsitzender, und das Schlimme ist ja noch, ich bin ja nur auch Facharzt, habe ich ihr geschrieben, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Schmidt, mit großer Sorge sehe ich die demografische Entwicklung im Bereich der Allgemeinmedizin. Aus meiner Sicht steuern wir hier in einen mehr als bedenklichen Hausarztmangel hin. Vor 20 Jahren. Es kam dann von einem Referenten ein Antwortschreiben, dass man sich bedankt für meine Anregungen, dass man aber auf der Bundesebene, also Bundesgesundheitsministerium, dafür überhaupt keine Anhalte hätte und man könne diese Sichtweise nicht nachvollziehen. Ich habe dann vor ungefähr 10 Jahren, na nicht ganz, das war Herr Gröhe, nochmal eine Initiative gemacht. Da war ich da gerade Vorstand? Ja, ich glaube, ich war gerade Vorstand und habe mir das mal angeguckt und Sie haben uns ja mit unserem Alter hier schon geoutet. Auch ich bin ein Babyboomer, zwar am Ende mit Jahrgang 61. Ich habe gesagt, Leute, das geht, also sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Gröhe, was wir eigentlich vor 20 Jahren sehen konnten, was sich seit 10, 12 Jahren dann in der Realität auch gezeigt hat, wir steuern in das gleiche Problem rein, bei den grundversorgenden Fachärzten, insbesondere in den ländlichen Regionen. Das wäre für die Bundesregierung auch kein Thema, war vor 10 Jahren. Das ist, wir haben ein grundsätzliches Problem. Und ob das jetzt dadurch gelöst wird, dass man populistisch mal sagt, wir machen mal eben 5000 Medizinstudienplätze mehr, das weiß ich nicht. Insofern sind meine Zukunftsängste eigentlich die Gegenwart einfach in die Zukunft zu projizieren. Und da werden wir ein massives Versorgungsproblem, insbesondere in den ländlichen Regionen haben, das ich als Vorstand einer KV, Träger des Sicherstellungsauftrages, nicht lösen kann, wenn weiter ein so relevanter Abfluss, ich sag's mal so, der nächsten Ärztegeneration
in Strukturen stattfindet, die wir in erster Linie in Mittel- und Oberzentren finden. Ganz herzlichen Dank. Ich habe hier eine Antwort und bereits schon eine Meldung aus dem Publikum. Herr Dastisch, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ist es nicht auch so, dass insbesondere in der ländlichen Versorgung, und wir haben immer wieder mitgenommen, jetzt auch in den Praxisbeispielen, wo die MVZ-Gruppen auch in die ländliche Versorgung reingehen, ich vielleicht dann fachspezialisierte Fachärzte habe, die natürlich aber auch im Sinne von einer Infrastruktur auch damit Hausärzte, ich will nicht sagen motivieren können, denn dort haben sie tatsächlich ein interdisziplinäres Team, auf das sie stoßen und damit dann auch weiter verorten können, Entschuldigung. Das meinte ich natürlich nicht weiter verweisen können. So rum. Ich würde die Frage gerne beantworten, wenn ich ein einziges gutes Beispiel in Hessen für solche Strukturen hätte. Sie finden aber einfach nicht statt. Und wenn ich in den, jetzt immer die hausärztliche Versorgung oder die fachärztliche Grundversorgung, in den ländlichen Regionen nicht sehr engagierte Berufsausübungsgemeinschaften hätte, die in Trägerschaft der Eigentümer der Ärzte sind, dann würde es wahrscheinlich in den ländlichen Regionen, die auch Kolleginnen und Kollegen anstellen. Vieles natürlich auch unter der Vorstellung, hier den Praxisnachfolger sozusagen schon in die Praxis hineinzunehmen, dann würde ich schwarz sehen. Also jetzt, das geht eigentlich in die gesamten großen Trägerstrukturen, die sehe ich in Hessen in der ländlichen Region nicht. Die helfen mir dort nicht. Ganz klar. Im Gegenteil, jetzt könnte ich sagen, sie machen in den Städten so attraktive Arbeitsangebote, zumindest augenscheinlich, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, natürlich weiß ich, Waldeck ist nicht die höchste Priorität für die Work-Life-Balance der Generation Y und Z, aber da ist eine Konkurrenzsituation, die ich als KV nicht auflösen kann. Vielen Dank nochmal für die Äußerung, Frau Susanne Müller. Susi, du hattest noch eine Anmerkung. Dann gehen wir noch einmal auf die Frage aus dem Publikum. Ja, ich finde das an der Stelle einfach mal nur irritierend, wenn mit Blick auf die MVZ als Struktur gesagt wird, hey, die sind ja überwiegend in den Städten. Das ist ja eine Entwicklung, also das ist ja ein Zustand, eine Situation, die haben wir ja über alle Strukturen. Also auch die Einzelpraxen sind überwiegend in den Städten. Warum? Weil auch die Bevölkerung überwiegend in den Städten ist. Also sprich, der Patient überwiegend in den Städten ist und zusätzlich aus dem Land ja auch die Arbeitsbevölkerung auch eher in die Städte orientiert. Das heißt, dass wir in den kleinen Städten, Mittelzentren, Oberzentren und so weiter ein Übergewicht an Versorgung haben, ist erstmal ja nicht nur richtig, sondern es sollte auch so sein. Alles andere wäre ziemlicher Quatsch. Was sollen 10-Mann-MVZ in Klein-Kleckersdorf? Es macht schon Sinn, wenn es in der Kreisstadt ist, wo sich die Leute was weiß ich, wegen der Sparkasse oder wo auch immer hinbewegen. Das ist nicht perfekt im Sinne von, wenn das Leitbild für die Versorgung nach wie vor ist der Arzt von der Wiege bis zur Bahre und er kennt mich und überhaupt und ich kriege schnell einen Termin. Aber können wir uns diesen Perfektionismus überhaupt noch leisten? Wir nennen das gerne das System der zweitbesten Lösung. Wenn also dieser von der Wiege bis zur Bahre Hausarzt und so weiter und der kennt mich nicht überall mehr sicherstellbar ist, ist es dann nicht gut, dass ich entpersonalisierte Träger habe und entpersonalisiert meint, dass die Zulassung und der Grund, warum man versorgt, von einer einzelnen Persönlichkeit, eben sowohl von der Arztpersönlichkeit als auch von der Gesellschafterpersönlichkeit gelöst ist, nämlich bei der MVZ-Gesellschaft liegt, wenn dann nämlich menschliche Veränderungen, die permanent stattfinden, weil die Frau einen Job oder der Mann einen Job hat oder was weiß ich, der Gesellschaft sich verändern, die Struktur, der Versorgungsauftrag am Ort bleibt, weil die MVZ-Gesellschaft sich ja nicht verändert und ein immanentes Interesse hat, eine neue Arztpersönlichkeit an den Standort zu bekommen. Sie haben selbst gesagt, 80%, also innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren, haben Sie vorhin gesagt, sind 80% der Ärzte, die einen Anstellungsvertrag im MVZ unterschrieben haben, nicht mehr da. Das ist nicht so toll, aber das ist immer noch, es ist einer da, es kommt nämlich ein neuer, Stichwort die zweitbeste Lösung. Das ist ein großer Mehrwert solcher entpersonalisierten Gesellschafterstrukturen. Und die Ärzte, die die MVZ verlassen, und das ist eine Funktion, eine Sekundärfunktion vieler medizinischer Versorgungszentren, die man nicht unterschätzen sollte, gesamtgesellschaftlich, nehmen ja ganz viel Wissen über die ambulante Versorgung mit. MVZ
sind implizit, wenn die Ärzte da 2-3 Jahre waren, sowas wie eine Fahrschule für die Vertragsarztwelt. Das heißt, die Ärzte, die dann weitergehen, ob sie sich nur anstellen lassen oder niederlassen, sind viel kompetenter als die, die frisch von der Uni oder frisch aus dem Krankenhaus gekommen sind, was dieses ganze nicht-medizinische Gedöns betrifft. Und das ist definitiv ein Mehrwert für die Gesellschaft, weil dann lassen sie sich ja nicht nieder, sondern später nieder. Durch diese Option der Anstellung, die es gibt. Die einer der Indizien sind ja auch immer die Zahlen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank Richtung Existenzgründung, dass mittlerweile sozusagen das Existenzgründungsalter Richtung 42 gegangen ist. Wir haben jetzt eine Frage aus dem Publikum, denn dann können wir einmal vielleicht eine weitere Facette mit reinnehmen. Professor Reinhold, bitte. Ich hätte mal eine. Gerne noch mal vorstellen, denn die beiden Bundestagsabgeordneten haben Sie eben noch nicht live kennengelernt. Mein Name ist Reinhold, ich bin Dermatologe aus Bonn. War lange Zeit an der Uniklinik und die Situation in unserem Fach war vor 30 Jahren, war es so, dass das Wissen, die Fertigkeiten, das Können wurde an den Kliniken angesiedelt. So haben die Ordinarien das zumindest gesehen oder die Chefärzte. Und die Niedergelassenen haben dann so ein bisschen waren sozusagen diejenigen, die dann die Arbeit für die weitergemacht haben, wenn es dann nicht mehr so kompliziert war. Das heißt, ein gut ausgebildeter Oberarzt, der die Klinik verlassen hat, hat anscheinend mit dem Schritt über die Schwelle sein gesamtes medizinisches Wissen verloren und hat sich in sozusagen so eine Art Hausfrauenpraxis dann in der Niederlassung, dann durfte er weiterarbeiten. Das hat sich, ich war einer der Ersten, der nach 15 Jahren leitender Oberarzttätigkeit mich niedergelassen hat und habe gesagt, ich meine, Schwerpunkt ist Dermato-Onkologie und habe gesagt, Hautkrebs ist Nummer 1 bei allen Krebserkrankungen, wir machen ein Skin Cancer Center auf ambulant. So wie es in den USA schon viel gibt, da brauchen die keine dermatologischen Betten mehr. In den USA gibt es überhaupt keine dermatologischen Betten. Und dann haben wir einmal angefangen und haben mal geguckt, was wir auch mit den Krankenkassen so besprechen werden. Und dann habe ich gelernt, das DLG für den schwarzen Hautkrebs in der Klinik war 3.000 Euro und die Vergütung für eine ambulanten Melanom für die gleiche Arbeit war 150 Euro. Und dann haben wir mit den Krankenkassen mal gesprochen und haben gesagt, ja, sie könnten auch viel Geld einsparen. Und sagen, ja, ist auch so, aber wir haben halt zwei Töpfe in Deutschland, den ambulanten Topf und den stationären Topf. Und da ist es halt so, da können wir auch nichts dran ändern. Sehen Sie da mal irgendwelche Änderungsmöglichkeiten für die Zukunft, das mal aufzubrechen? Die Frage geht an Sie beide, Herr Dr. Kippels und Herr Professor Grau. Herr Professor Grau, fragen Sie doch einfach einmal an. Ja, also Sie kolportieren gerade so eine gewisse Arroganz auch der Kliniken, den niedergelassenen Kollegen gegenüber. Das hoffe ich, ist inzwischen nicht mehr der Fall. Also ich denke, das ist, sollte wirklich nicht der Fall sein. Also ist unangemessen unter Kollegen, das mal vorne rausgeschickt. Aber dann kann ich Ihnen sagen, ja, wir in der Ampel haben da gute Ideen. Wir haben, das Label ist die sogenannte Hybrid-DRG. Der Name gefällt mir nicht ganz so gut, aber die Idee dahinter ist eigentlich eine ganz richtige. Wir wollen nämlich auf eine gemeinsame Bezahlung von Leistungen gehen in ambulanzsensitiven Bereichen oder ambulanten Bereichen. Das soll am Ende ein gleicher Eurobetrag dann auch stehen, zumindest für die gleiche Leistung. Und das ist ein Prozess, den wir jetzt einleiten müssen. Der steht ja so expressis verbal im Koalitionsvertrag drin. Wie der Weg dorthin ist, müssen wir jetzt sicherlich noch mal festlegen. Wird nicht morgen ein Gesetz geben, aber übermorgen dann schon. Der erste Gedanke ist, dass im Bereich dieses AO-Katalogs ambulante Operationen zu machen, im Bereich Paragraph 115 SGB. Aber dann werden wir auch in die konservativen Leistungen, denke ich, in diesem Bereich gehen. Der Grundgedanke ist ein richtiger, wie man das dann attraktiv machen, so dass die Kliniken auch wirklich ambulantisieren. Da müssen wir noch mal drüber debattieren und da wird man eine gute Lösung vorlegen, denke ich. Herr Professor Grau, darf ich da noch einmal nachfragen? Wenn wir doch jetzt immer davon reden, Kliniken und Praxen sollen gleich lange Spieße bekommen. Wir hatten das bei der ASV, das ist nicht ganz so gelungen. Der 116b war jetzt nicht irgendwie wirklich ein Vorreiter, aber gut, lassen wir das mal bei außen vor. Dann wird hier derzeit jetzt gerade diskutiert, dass Vorsorgekosten oder Vorhaltekosten quasi den Krankenhäusern zugewiesen werden sollen. Jetzt reden wir hier von komplexen ambulanten Versorgungsstrukturen, die natürlich auch eine gewisse Infrastruktur vorhalten. Ist da eigentlich vorgesehen, dass man quasi den niedergelassenen Strukturen, die auch eine gewisse Komplexität und eine Infrastruktur mit beinhalten, dass man die da sozusagen mit anbindet? Was sind da die Vorstellungen? Hat die Ampel schon welche? Das ist jetzt sicher nicht ganz der erste Schritt. Man denkt jetzt ja zunächst mal im AO-Katalog über die
die Leistungen nach, die weniger komplex sind, zunächst mal. Die sprechen jetzt gleich die komplexeren Dinge an. Das ist jetzt, wäre wahrscheinlich dann der zweite Schritt dann hintereinander. Jetzt diese Vorhaltekosten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das ist eine der Schwierigkeiten, die wir im Moment im Krankenhausvergütungssystem haben, dass wir tatsächlich die Krankenhäuser, die einen ganz, ganz hohen Anteil an Vorhaltekosten haben, wir reden da sicherlich von 70, 75, manchmal 80%, die müssen sie alle erwirtschaften durch Einzelleistungen. Das hat im Lauf der letzten 20 Jahre einen erheblichen Fehlanreiz hin in die Menge gegeben und einen Fehlanreiz hin auch zu ganz bestimmten, vorwiegend interventionellen und operativen Leistungen. Und diesen Fehlanreizen wollen wir jetzt entgegenwirken, indem wir Vorhaltekosten extra finanzieren. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist, bezieht sich jetzt aber zunächst einmal wirklich auf die genuin stationären Leistungen. Vielen Dank. Ja. Herr Dr. Kippels, den COA-Vertrag, Koalitionsvertrag, Entschuldigung, kennen wir ja. Man will multiprofessionelle integrierte Gesundheitszentren ausbauen und durch spezifische Vergütungsstrukturen fördern. Da könnten die Hybrid-DRGs ein solcher Teil sein. Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, das ist eine vollkommen logische Konsequenz, wenn man die Entwicklung des Versorgungssystems beobachtet. Ich glaube, wir haben im Augenblick das Phänomen, dass verschiedene Entwicklungsprozesse unterschiedlichster Art parallel verlaufen und jetzt sich aufeinander zubewegen. Wir haben zum einen, ich sag mal, die aufgrund der fortschreitenden medizinischen Technologie und auch der medizinischen Wissenschaft sich zunehmend eröffnende Möglichkeit der Ambulantisierung. Das heißt also, diese klassische Trennung zwischen ambulant und stationär weicht sich de facto immer mehr auf. Das System holpert aber mühsam hinterher. Die Vergütung ist natürlich da ein ganz essentieller Punkt, wobei man natürlich bezeichnenderweise feststellen kann, das gilt ja im Grunde genommen nur für die GKV. Wir haben ja momentan die intensiven Bemühungen, die GOE zu reformieren. Da haben wir es ja nicht. Also als Privatpatient werden Sie entweder von Ihrem Hausarzt oder letztendlich im Krankenhaus über GOE abgerechnet und nicht über DRG und EBM. Also insofern gibt es ja schon mal lichtvolle Beispiele, an die man sich ein bisschen anknüpfen könnte. Aber die weiteren Prozesse sind, wir haben ein zunehmendes Einsetzen von telemedizinischen Möglichkeiten. Das heißt auch die Fragestellung von Zusammenfassung von medizinischer Kompetenz von Standorten oder aus dem Ambulanten in den stationären Bereich. Ich nenne da das virtuelle Krankenhaus von Karl-Josef Laumann in NRW, wo man also da versucht hat, verschiedene Leistungskomponenten zusammenzuführen. Wir haben eben auch die Tatsache, dass, ich sage mal, die klassischen Betätigungsformen, also entweder angestellter Arzt in einem Krankenhaus bis hin zur Chefarztsituation oder allein praktizierender, niedergelassener Arzt, dieses Entweder-Oder gibt es auch nicht mehr. Es gibt also einen sehr fließenden Prozess, auch von der persönlichen Vorstellung der Berufsausübung im Team, in Kooperation, mit flexiblen Arbeitszeiten, in der Kombination von verschiedenen Fachbereichen, die man sinnvollerweise ergänzt. Also da gibt es jetzt, wie gesagt, eine Reihe von Faktoren, die kann man auch nicht losgelöst voneinander in irgendeiner Form lösen oder weiterentwickeln, sondern man wird feststellen müssen, dass es da ganz hohe Schnittmengen gibt. Jetzt will ich hier nicht für die große Reform des Gesundheitssystems Rede führen, weil das wäre mit Sicherheit im Moment mal eine Überforderung des Gesetzgebers. Aber Tatsache ist, dass diese Prozesse weder aufzuhalten sind, noch werden wir sie, ich sag mal, losgelöst auch von entsprechenden, ich sage mal, kapitalgetriebenen Prozessen entwickeln können, einfach nur auf der altruistischen Ebene. Also zusammengefasst, Kollege Grau hat es richtig gesagt, wir werden uns mit diesem Sektor, mit dem Faktor der Sektorengrenze, dem Abbau der Sektorengrenze, selbstverständlich befassen müssen. Aber das ist, glaube ich, keine isolierte Fragestellung und die wird dann auch irgendwo im Bereich der Etablierung von MVZs als einer der zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten von qualitativ hochwertiger Versorgung Platz greifen. Aber das ist aus meiner Sicht ein durchaus homogener Prozess und auch ein durchaus sinnvoller Prozess, der bei allen Zufriedenheit auslöst, vor allen Dingen beim Patienten. Vielen Dank. Bevor wir nochmal zum Thema Patient kommen und Herr Dr. Müller von Alm sitzt schon da hinten. Frau Stauch-Eckmann, bitteschön. Ja, da würde ich gerne das Wort nämlich nochmal an mich reißen. Gerne. Und zwar also ganz den Worten von Herrn Dr. Kippels mich anschließend. Sektoren aufweichen.
Was ich aber jetzt in den letzten Minuten gehört habe, geht mir die Diskussion immer noch zu sehr vom stationären Sektor aus. Es geht nur vom stationären Sektor aus, der die Hybrid-DRG bestimmt, welche Gemeinkosten gibt es dort, die müssen gedeckt werden. Dass im ambulanten Sektor die Experten sitzen, die Ärzte sitzen, aber auch mittlerweile Manager sitzen, die am Anfang noch von den stationären Managern, also im Krankenhausbereich, verlacht wurden, warum man denn in den ambulanten Bereich geht, warum man sich denn das antut. Aber das sind so professionelle Strukturen, die sich da mittlerweile in den letzten 6 Jahren, und seitdem überblicke ich das schon sehr dezidiert, entwickelt haben. Im Laborbereich noch länger, muss ich zugeben, aber ich sage mal so in den fachärztlichen Bereichen, in der sprechenden Medizin seit den letzten 6, 7 Jahren, dass da wirkliche Experten sitzen, die auch zu geringeren Preisen, als es die Krankenhäuser unabhängig von den Gemeinkosten anbieten können, eine erstklassige Spitzenmedizin anbieten und da ernstzunehmende Partner sind in der ersten Verhandlungsposition, das wird leider oft übersehen. Und es gibt da große Barrieren, auch zum Beispiel für MVZs in juristischer Person, mit Krankenhäusern Kooperationen im operativen Bereich zu schließen. Da ist dann Privatliquidation nicht möglich oder eingeschränkt möglich. Dass es Abzüge gibt, kennen wir schon lange aus dem Belegarztwesen. Aber wir müssen da mehr, und ich glaube, da ist auch die KV bestimmt mit dabei, aus den ambulanten Strukturen heraus uns als ernstzunehmende Partner und vielleicht da als die ersten Player in die Diskussion mit reinbringen und nicht nur vom stationären. Und da können die stationären Player nämlich vieles aus dem ambulanten Bereich auch lernen. Herr Dastich, vielleicht da nochmal ein Hinweis von Ihrer Seite. Und Herr Dr. Müller, wir verlassen damit dann auch gleich diesen Diskussionspunkt und kommen dann zu Ihnen. Ja, ich habe ja nun das Glück, dass ich auf der KBV-Seite die Diskussion um den neuen AOP-Katalog mitbegleiten muss. Und ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Ich bin entsetzt über die Diskussion, die ich da mitbekomme, weil sie weder aus Sicht des Patienten geführt wird. Und selbstverständlich ist das KV-System, ich sage es mal so. Und vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie da mal die Lanze für uns gebrochen haben, weil diese Hybris haben wir, glaube ich, alle erlebt. Ich war auch Oberarzt in einer der größten, jetzt mal nicht universitären HNO-Kliniken in Deutschland und so weiter. Und sobald du dich niedergelassen hast, damals wurde dir quasi, ich habe das immer eine Blitzverblödung sozusagen unterstellt, du warst dann kaum noch in der Lage, ohne Betreuer Ohrenschmalz zu entfernen. Ne? Das hat sich inzwischen etwas gebessert, aber auch nicht wirklich viel. Aber das mal nebenbei gesagt. Ich bin entsetzt über die Diskussion, weil die Diskussion wird eigentlich, insbesondere aus Sicht der Krankenhäuser, nur so geführt, dass es um einen Strukturerhalt, der dann im stationären Bereich, nennen wir es mal abgespeckteren Krankenhäuser geht. Und die ambulanten Leistungen möchte man dann gerne mit einem Jägerzäunchen versehen, weitererbringen. Dass diese Strukturen und auch die Kapazitäten zum großen Teil in der ambulanten Versorgung bereits da sind, muss man einfach mal sagen, wird völlig negiert. Und eine Diskussion, die eigentlich nur dazu dient, den Strukturerhalt eines fraglich versorgungsrelevanten Krankenhauses, ja, oder die Existenz eines fraglich versorgungsrelevanten Krankenhauses zu erhalten, wird uns, was die Erweiterung und die Ambulantisierung der Medizin angeht, in eine absolute Sackgasse führen. Zumal wir auch diese Diskussion unter 2 anderen Aspekten führen. Wir führen sie ja auch unter dem Aspekt der zunehmend problematischen Personalressourcen und unter dem Aspekt auch der Kostendämpfung oder Kostenentwicklungsdämpfung, sagen wir mal so, im Gesundheitswesen. Und ich verstehe eigentlich nicht, dass der Gesetzgeber oder sagen wir so, auch im Moment die Ampel, nicht ein klares Signal sendet, das, was ambulantisierbar ist und wo in der ambulanten Versorgung die Kapazitäten da sind. Und Sie haben jetzt so recht gesagt, wir reden jetzt nicht über die extrem komplexen Prozeduren, die man unter Bildung von Netzwerken und vielleicht auch in den ambulanten Sektor transferieren könnte. Also wir reden erstmal über das, wo wir uns einig sind, was in den Krankenhäusern im Moment erbracht wird, was jetzt schon ambulant möglich, stationär erbracht wird, was jetzt schon ambulant möglich ist. Da kommen wir nicht weiter. Ja? Vielen
Und wir werden auch nicht weiterkommen, wenn man einem Krankenhaus 70% der Leistungen wegnimmt, im stationären Bereich, ihm aber weiter die gesamten Strukturkosten bezahlt. Vielen Dank, das hatten wir ja schon eingangs angesprochen und ich sehe hier eine Gemeinsamkeit. Sehen Sie das zwischen der KV und dem BBMV? Denn das Thema Ambulantisierungspotenzial, doch, das sehe ich schon, aber Herr Dastig, das können wir vielleicht noch einmal diskutieren. Frau Stauch-Eltmann steht bestimmt da zum Gespräch bereit. Herr Dr. Kippels, Sie hatten gerade noch einen Replik. Ja, ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen. Herr Dastig hat ja darauf hingewiesen, also es wird zu sehr aus dem Blickwinkel des Krankenhauses getätigt. Das hat nach meiner persönlichen Beobachtung, ich sag mal, eine fatale politische, vor allen Dingen eine kommunalpolitische Ursache. Versuchen Sie mal tatsächlich, ich sag mal, eine politische Diskussion über die Schließung eines Krankenhauses zu führen. Dann können Sie als Kommunalpolitiker sich im Grunde genommen sofort einen Strick nehmen und sich zur nächsten Brücke zu begeben. Es ist einfach, ich sag mal, im Rahmen einer politischen Akzeptanz eine nicht erfolgreich führbare Diskussion, das System qualitativ umzustellen. Und ich sage mal, da müssen wir natürlich einen jetzt vielleicht schmerzhaften, aber dringend notwendigen Lernprozess durchlaufen, dass diese Veränderung der Versorgungsformen letztlich ja zur Qualitätssteigerung führen, aber in der breiten Bevölkerung immer die Vorstellung ist, dass eine medizinische Versorgung nur dann existent ist, wenn ich spätestens am Horizont das Gebäude eines Krankenhauses wahrnehme. Schließen Sie das, haben Sie mit Sicherheit 3 Bürgerinitiativen und mehrere Demonstrationen auf der Straße, macht ein niedergelassener Arzt vielleicht auch nur altersbedingt zu, wird das mit Bedauern zur Kenntnis genommen und man geht zur Tagesordnung über. Also da muss einfach jetzt auch eine Wahrnehmungsdiskussion geführt werden. Die müssen wir aber führen. Ich bin auch noch unverändert Kommunalpolitiker, also insofern sind wir da vielleicht auch auf der Ebene Kollegen. Das ist eine ganz ernstzunehmende Herausforderung. Es ist aber teilweise, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, auch manchmal eine thematische Überforderung der Kommunalpolitik, weil sie diese ganzen Themen weder abschließend durchschauen kann, noch sie wirklich beeinflussen kann. Aber sie ist dem politischen Druck ausgesetzt. Und da muss, ich denke mal, auch über alle Ebenen hinweg jetzt eine vernünftige politische Zusammenarbeit erfolgen, um das Thema dann auch entsprechend entwickeln zu können. Jetzt hätte ich ja gerne noch Herrn Professor Grau sozusagen mit seiner Historie als Kommunalpolitiker gefragt. Aber das geht jetzt nicht, denn ich darf Herrn Dr. Müller ans Mikrofon bieten, der ganz geduldig gewartet hat. Vielen Dank, Herr Dr. Müller, als Vorsitzender von einem der akkreditierten Labore in der Medizin. Und bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich oute mich als der jüngste Babyboomer, Jahrgang 62 sozusagen. Und Herr Professor Grau, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie ganz zu Anfang das Thema Ökonomisierung, Ökonomie, die Grundverpflichtung des Arztes am Gemeinwohl und Patienteneffizienz und Qualität und Sicherheit eingeführt haben. Ich habe an die ärztlichen Kollegen, sorry, an die anderen, eine Frage diesbezüglich, die sich mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich Beobachtung und was sind die Ursachen für diese Beobachtung? Sie haben ein bisschen über Ihre Beobachtung diskutiert. Und Ursache könnte ja sein, dass beispielsweise wir, die Ärzteschaft, im stationären wie im ambulanten Bereich, in größeren und kleineren Strukturen uns die Verantwortlichkeit für das, was Sie vorhin beschrieben haben, von anderen aus der Hand abnehmen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass im Krankenhaus der Geschäftsführer diktiert, aber es ist zumindest die große Auseinandersetzung zwischen dem ärztlichen Direktor, dem medizinmachenden Stationsarzt und dem Geschäftsführer, der den Case-Mix-Index überprüft und auf die Station kommt und sagt, das stimmt nicht. Und andererseits im ambulanten Bereich wir das Thema haben, wie willkommen sind wir eigentlich jungen Kollegen und wie fördern wir, dass jemand, der gut ist, in einer Praxis auch entsprechende Patientenkontakte und damit Honorar bekommen kann. Also ist nicht das Thema Budget, Budgetgrenzen, Honorarverteilung und auch die Frage der Identität der Ärzteschaft in den Strukturen auch eine Frage, die die Ursachen mit berühren würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Grau. Ich würde das gerne an Sie adressieren, wenn ich darf. Ja, also die Beschreibung, die Sie geliefert haben, gerade was die Situation in den Kliniken angeht, das Verhältnis zu den Geschäftsführungen, da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Wir haben da ein erhebliches Konfliktpotenzial, das ich ungern jetzt auch im ambulanten Bereich sehen würde. Da gibt es eine klare Konfliktlinie immer wieder zwischen
ökonomischen Interessen, ja, wirtschaftlichen Interessen und der Medizin. Das habe ich lange genug selber erlebt, war 4 Jahre ärztlicher Direktor in einem Maximalversorgerkrankenhaus, also neben meiner Chefarztposition damals. Und das soll besser nicht übertragen werden, auch in den ambulanten Sektor. Ich wollte aber vielleicht auch noch mal kurz Stellung nehmen zu den Rednerinnen, warum wir mehr vom stationären Sektor ausdenken. Das tun wir aus einem Grund tatsächlich, weil nämlich die Probleme im Krankenhaussektor die größeren sind. Der ambulante Bereich, Sie haben den Personalmangel, Sie haben den Nachwuchsmangel, richtig, völlig richtig. Aber wir haben wirklich eine Besonderheit in Deutschland. Wir erbringen eine Menge unserer Leistungen stationär, die dort nicht sein müssen. Ergo müssen wir am Krankenhaus ansetzen. Es ist ja gar nicht verkehrt, das zu tun. Und dann zu Ihnen nochmal, Herr Kollege, was der niedergelassene Bereich leisten kann, ja, soll er machen, ist doch selbstverständlich, das ist offen. Wir haben bloß oft natürlich die Wartezeiten auch. Wir haben, wie Sie sagen, eben den Personalmangel, wir haben die Nachbesetzungsprobleme und ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel über die Jägerzäune zu reden. Wir haben doch so viel Arbeit, wir müssen uns die Diskussion, wer die Arbeit am besten macht, eigentlich gar nicht antun. Wir müssen kooperative Strukturen entwickeln. Wir brauchen eine gemeinsame Versorgungsplanung, eine Landeskrankenhausplanung, gemeinsam mit der ambulanten Planung. Da müssen wir hinkommen, steht auch im Ampelkoalitionsvertrag, ist eine große Aufgabe, aber das ist eine wichtige Aufgabe für diese Legislaturperiode. Und wir müssen damit die Effizienzreserven, die wir zweifellos im deutschen Gesundheitswesen haben, endlich heben. Und da ist Ambulantisierung von Leistungen ein ganz zentraler Punkt. Wobei wir hier nochmal festhalten müssen, dass Ambulantisierung nicht immer heißt, dass es sozusagen dann in den niedergelassenen und den ambulanten Sektor fließt sozusagen oder erbracht wird, sondern auch von Krankenhäusern erbracht werden kann. Das wollte ich nur nochmal richtig stellen. Herr Professor Grau, hier ist eine Frage im Publikum. Ich würde eine Nachfrage bei Ihnen gerne noch stellen. Sie sagen sozusagen für kooperative Leistungen, die müssen wir fördern. Derzeit wird aber für kooperative Leistungen und im Endeffekt auch keine finanzielle Vergütung mitgegeben oder im sehr geringen Maße. Sehen Sie, ist das Aufgabe? Haben Sie sich das vorgenommen? Wie stehen Sie dazu? Absolut, das ist ein weites Feld jetzt. Was heißt kooperative Leistung? Wir wollen ja als Grüne, das ist ja bekannt schon aus der letzten Legislaturperiode, unser Leitbild sind die Gesundheitsregionen, in denen wir regional denken und nicht mehr sektoral denken. Ja? Wo wir wirklich kooperative Strukturen haben, da gibt es jetzt ganz viele Beispiele, die integrierten Gesundheitszentren als Weiterentwicklung für Krankenhäuser, die so nicht mehr bestehen bleiben können. Kommen wir zur Kommunalpolitik, die Sorge, was wird aus dem Krankenhaus? Da gibt es jetzt viele gute Beispiele, wo Krankenhäuser umgewidmet werden über den Zukunftsfonds im Krankenhaus. Eine Geschichte, die Herr Spahn gemacht hat, die richtig war, gar keine Frage, die Möglichkeit der Weiterentwicklung des Krankenhauses hin zu einem integrierten, mehr ambulanten Setting, vielleicht mit einer Kurzzeitpflege, vielleicht mit einem Rest an stationärer Versorgung, häufig aber ohne stationäre Versorgung ja sein soll. Das sind neue kooperative Strukturen. Wir brauchen auch diese Ärztenetze, die sich ja weiterentwickeln sollten, aus meiner Sicht am besten zu Gesundheitsnetzen. Die müssen von den KV'n auch adäquat zum Beispiel finanziert werden als kooperative Form. Da gibt es sehr große Unterschiede in Deutschland. Da gibt es Regionen in Deutschland, die fördern Ärztenetze sehr gut. Andere machen das weniger. Ich halte auch innerhalb des niedergelassenen Bereiches eben diese Vernetzung für eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Hat also viele Ebenen, könnte man ganz lange drüber reden. Das waren nur ein paar Beispiele. Wunderbar, Beispiele sozusagen aus dem BMMV müssen wir da noch nehmen, aber bitte einmal die Frage aus dem Publikum. Ja, ich möchte ganz gerne nicht eine Frage stellen, sondern eine Message mitgeben an die beiden Herren aus dem Gesundheitsausschuss. Mein Name ist Shayan, ich bin Augenarzt, habe eine Gruppe gegründet von Augenärztlichen Zentren. Inzwischen habe ich einen Partner mit Beteiligungskapital, weil es gar nicht mehr anders geht. Und mein wesentliches Credo und unsere Hauptaussage der heutigen Veranstaltung sollte ja sein, dass MVZ unverzichtbare Pfeiler der ambulanten Versorgung sind. Und mir wäre es ganz wichtig, nochmal Ihnen mitzugeben, dass wir bitte alle Hände an der Pumpe brauchen. Wir werden jeden Versorger brauchen in der Fläche. Einzelpraxis, hatte ich früher auch mal, Gemeinschaftspraxis, ABAG, MVZ und wir wissen, die Megatrends sind Ambulantisierung, egal wo, und dass junge Kollegen im Wesentlichen angestellt sein wollen. Natürlich gibt es Einzelkämpfer, die auch gerne weiter selbstständig sein wollen, aber auch Angestellte sind Freiberufler. Wir haben diesen Megatrend
Und wer kann sie anstellen außer MVZs? Und da müssen wir uns die Frage beantworten, wer darf MVZs betreiben? Und Sie wissen, dass es momentan einige KV, und ich nehme ausdrücklich Herrn Dastig in Hessen und Herrn Heinz aus Rheinland-Pfalz aus, die sehen es anders, aber es gibt KV, die sagen, man muss unseren MVZs mit Beteiligungskapital das Leben möglichst schwer machen. Und mein Appell wäre heute, bitte hören Sie da nicht hin, achten Sie auf die Versorgung und nicht die Versorgung von Altkadern, von Ärztekammern und einigen KV, sondern auf die Versorgung der Patienten. Und die wird in MVZ stattfinden und die werden nicht nur durch Vertragsärzte in der Zukunft betreibbar sein. Auch, aber nicht nur. Was passiert mit dem Vertragsarzt, der ein MVZ betreibt, der 65 oder älter ist? Es geht gar nicht anders, die Ärzte anzustellen. Kommunen wollen es nicht tun. Die KVen haben es bisher nicht bewiesen, dass sie es können. Es gibt MVZs in der Fläche und die sind mit Beteiligungskapital unter anderem auch unterwegs. Mein Appell ist, machen Sie es denen bitte nicht schwerer, als es jetzt schon ist. Schränken Sie die Gründungseigenschaften von Krankenhäusern bitte nicht ein. Diese Gedanken gibt es. Ich glaube, es wäre aus Sicht der Versorgung der Bevölkerung ein großer Fehler, diesen Rufen nachzugehen. Die versuchen uns zu diskreditieren. Das wäre die Message, die ich mitgeben möchte. Vielen Dank. Na, vielen Dank. Beinahe das beste Schlusswort sein können, aber nur beinahe, denn wenn ich ganz richtig sehe, haben wir, Herr Tilly, richtig? Ich bin so geblendet, aber wir kennen uns ja nun doch schon so lange, dass ich Sie, glaube ich, selbst durch Nebel erkennen würde. Von daher haben wir noch einmal. Ja, ich hätte auch nur im Prinzip keine Frage, sondern ein kurzes Statement. Und zwar wesentlich wegen Ihrer Äußerung, Herr Dastig. Das KV-System ist ehrenwerte 90 Jahre alt. Wir befinden uns aber trotzdem im Jahre 2022. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viele Debatten einfach mal das anerkennen, wo wir jetzt heute sind und welche Entwicklungen stattgefunden haben. Was wir stattdessen erleben, wenn Sie diesen Brief, den Sie eben erwähnt haben, vor 20 Jahren geschrieben haben, ging er nicht über meinen Tisch. Wenn Sie vor 19 Jahren geschrieben haben, dann ging der wahrscheinlich über meinen Tisch. Aber daraus zu schließen, bei Gröhe war ich dann nicht mehr im BMG, daraus zu schließen, dass der Gesetzgeber, das BMG, in den Nullerjahren oder im letzten Jahrzehnt nichts gemacht hätte, um beispielsweise Hausärzte zu fördern, ist einigermaßen ungeheuerlich. Entschuldigung. So, einer der Beweggründe, die damals da gefolgt waren für MVZ, war genau das. So, es ist damals mit dem, das war ja eine quasi Allparteienkoalition im GMG, es ist damals nicht gelungen, schon fachgruppengleiche MVZ möglich zu machen. Die Hausärzte wollten das damals, aber so ein bisschen Rückwärtsgefechte mussten sein. Deswegen kam das Kriterium fachgruppenübergreifend rein, das bis 2015 ja gegolten hat. So, damit das laufen kann, damit das ans Laufen kommt, sah das Gesetz ursprünglich vor, dass jeder Leistungserbringer im SGB V ein MVZ gründen und betreiben kann. Es ist dem Lobbying der KBV zu verdanken, dass seit 2012 das nicht mehr geht. Ein Niedergelassener kann seinen Sitz übertragen, das kann er einmal machen, dann hat er noch das Aschenkreuz, ich war mal Niedergelassener und darf mal betreiben, er darf aber kein weiteres mehr gründen. Sie haben damals faktisch die Gründungsmöglichkeit auf Krankenhäuser eingeschränkt und beschweren sich heute, ist ja unglaublich, dass so eine Heuschrecke ein Krankenhaus kauft und dann bundesweit MVZ gründet. Man könnte einfach mal darüber nachdenken, wie das in dem BMG-Gutachten von vor 2 Jahren, glaube ich, drin stand, zu sagen, sind diese Einschränkungen überhaupt verfassungsgemäß? Sind sie zielführend? Nein, sind sie nicht. So, stattdessen machen alle KVen, Sie persönlich weiß ich nicht, ich nehme an, Herr Scheiern hat recht, aber bundesweit sehen wir das, die klemmen sich hinter die Länder machen aus reinem Populismus den Kurs, MVZ müssen wir jetzt an die Wand nageln, so Gründungseigenschaften, Krankenhaus einschränken, Fachbezug herstellen, all diese Dinge, das ist eine fortlaufende Arie, aus meiner Sicht nicht aus dem Versorgungsgedanken, sondern aus meiner Sicht aus reinem Populismus heraus. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man die Chancen, die in dem System stecken, ähnlich wie Sie das gesagt haben, Herr Scheuern, erkennt. Knapp ist die Ressource Arzt, knapp ist die Ressource Ärztin. So, und wir brauchen alle Versorgungsformen. Warum kann man sich auch im ambulanten Bereich nicht auf das Stichwort Trägervielfalt und Zusammenarbeit und Kooperation und Weiterentwicklung verständigen, wie das im Krankenhausbereich ganz lange Zeit selbstverständlich vielleicht war, vielleicht auch noch ist. So, das ist irgendwie mein Punkt. Stattdessen erlebt man immer wieder rückwärtsgewandte Debatten, Digitalisierung, was könnte das alles dazu beitragen, haben wir alles erlebt in der Pandemie, wo wir hier stehen, alles völlig rückwärtsgewandt, alles irgendwie unangenehm, das Leitbild des letzten Jahrtausends wird aufrechterhalten und das ist einfach nicht das, was die Antwort auf die Probleme, die alle kennen hier im Saal, sein könnte.
Herr Tilly, das war ja schon fast ein Abschlussplädoyer. Und dass sich natürlich, das sehe ich, muss man auch darauf erwidern können. Wir sind nur am Ende unserer Zeit. Die beiden Bundestagsabgeordneten müssen punkt halb raus. Ich darf aber Ihnen allen hier sagen, das war eine sehr lebhafte Diskussion. Und wir werden bestimmt noch genau solche Austausche brauchen. Patientenqualität haben wir heute noch nicht angesprochen. Auch noch ein wichtiges Thema. Und Herr Dassig, ich nehme Sie jetzt mal hier ganz ausdrücklich sozusagen an vorderster Stelle. Sie haben sich dieser Diskussion hier mitgestellt und Sie sind im Dialog. Das ist etwas, was wir genau brauchen. Von daher danke ich Ihnen allen hier vor Ort, Ihnen, Herr Dr. Kippels, Ihnen, Herr Professor Grau, dass Sie mit dabei waren. Danke allen Referentinnen und Referenten. Und einmal ein herzliches Dankeschön auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm. Ich wünsche Ihnen einen tollen Nachmittag. Kommen Sie noch in den Dialog. Und Herr Dassig, wir besprechen das gleich noch zusammen mit Herrn Tilly. Einen schönen Nachmittag Ihnen allen.